Herzlich willkommen beim Jeden Abend brav die Nachrichten gucken und Folge 235 vom Aufwachen-Podcast, deren Präsentatoren sind Nora, Johann und Silvio und Daniela. Habt doch nicht so viel Angst. Habt doch nicht so viel Angst. Ja, ja. Thilo guckt wieder Noah Gender, das finde ich gut. Ja, lustigerweise habe ich das mit den Order schon vor einer Weile vorgehabt. Und ich habe sogar die Question Time mitbekommen und habe diese Stelle mitbekommen. Und dann habe ich es bei No Gender gehört und dann habe ich mir gedacht, ne, da muss ich da auch mal reingrätschen. Ja, absolut clipwürdig. Dementsprechend, wenn du erlaubst, dann spiele ich einfach die, ja. den heutigen Willkommen im 1% Club, Dingens. Okay. Weil da hatte ich was angepasst. Ye are many, they are few. Order! Order! Willkommen im 1% Club. Order! Habt ihr nicht so viel Angst? Nee, habt ihr mal nicht so viel Angst. Im 1%-Club. Habt keine Angst, in den 1%-Club zu kommen, Leute. Dann hat man ein bisschen Mut. Genau, dann mal ein bisschen Mut. Tut er gar nicht weh. Frank schickt uns 50 Euro und schreibt Danke und listige Grüße. Ich weiß nicht, ob er sich vertippt hat. U und das I liegen ja nah beieinander. Aber listige Grüße nehmen wir natürlich auch entgegen. Aber wer sendet denn lustige Grüße? Ja, eben. Ich glaube auch, das ist so. Es muss so sein, listige Grüße. Timo, 50, war mal wieder Zeit, im Club vorbeizuschauen. Danke für eure Arbeit. Timo, hallo, hier im Club. Nora. Wohl an, Kutscher. Spanne er die Pferde ein und spute sich, denn springend klingt die Münze. 500. Nora schickt 500. Und sie kann Gedanken lesen, weil es trifft auf den Punkt, denn sie schreibt, ihr fragt euch jetzt, warum tut das diese gut aussehende, alleinerziehende Studentin? Leute, ihr habt keine Ahnung, wie irre geil sich das anfühlt. Das stimmt. Das ist gut für unser Land. Ja, Nora ist hier so nicht nur eine Haltung. Genau, Nora ist hier nicht nur im 1% Club, sondern sie ist ganz eigene Liga, ja. Da kann ich mich wirklich nicht reinfühlen, aber ich freue mich, wenn Nora, die gut aussehende, alleinerziehende Studentin, sich geil fühlt. Adam Curry wird jetzt sagen, ey, du musst Bilder schicken, das glauben wir dir nicht. Genau, das verlangen wir natürlich nicht. Wir wissen, dass du gut aussiehst, weil 500 Euro, das kommt ja nicht von ungefähr. Und Nur gut aussehende Leute haben Geld. Das ist doch allgemein bekannt. Wir haben das ist Team. Doch, warte mal, das ist doch hier. Das ist doch ganz offensichtlich. Ja, das ist super offensichtlich. Das Team ist hier versammelt. Peter will auch noch was sagen. Ey, Nora. Spektakulär. Ich bin in meinem Keller gefangen. Hoffe, dass am Monatsende noch was abfällt. Super. Na, was Peter nicht weiß, wir haben natürlich alles ausgelagert. Wir brauchen ihn eigentlich gar nicht, weil wir haben ja Tom. Hallo, ich bin die künstliche Intelligenz. Vielen Dank, Nora. Das ist wirklich super gut. Und auch noch versammelt, aus dem Himmel herabgestiegen, unser kleiner Geist. Ey, Nora. Schick doch mal Bilder. Das hat er jetzt nicht gesagt. Das hat er nicht gesagt. Die wollen doch alle wieder nur Sex haben, ey. Habt möglichst viel Sex und benutzt Kondome. Und hinterher könnt ihr dann immer noch abtreiben. Genau. Also Nora, sehr spektakulär. Wir finden es gut, wenn du dich gut fühlst. Also echt, ey. Raffi und Muxa schicken 81. Raffi und Muxa beantworten hiermit den Spendenaufruf. Und grüßen Dani und Max zurück, von denen sie aufgefordert wurden. Dann die Frage, lade doch mal Daniele ganz als Jung und Naiv ein. Moment. Nö. Also ich möchte dazu anmerken, ich finde es ja immer gut, so Filterbubble Crossing und so. Aber der Daniele Ganser, der hat eine ganz gute Publikationsplattform, nämlich bei KenFM. Und ich habe dieses Gespräch, die saßen ja auf irgendeinem Flugplatz zu 9-11 und haben sich nochmal drüber unterhalten.
Und das habe ich mir mal angehört und ich fand es auch ganz interessant, weil Daniel Ganze nochmal so erzählt, ja, damals in der Schweiz, ich habe 10.000 Mark verdient und dann war ich plötzlich und so persona non grata. Aber was ich aber nicht verstehe jetzt wirklich mal, könnt ihr von mir aus auch im Forum mal was aufmachen, die sitzen ja dann immer zusammen und kommen sehr schnell auf dieses WTC-7, das ja gesprengt wurde und nicht durch, was weiß ich, zusammenfiel. Allerdings, das ist doch nicht wahr, was du erzählst. Naja, allerdings kommen sie dann nie, gehen sie nie den Schritt weiter und erklären, wie das gesprengt wurde. Nee. Weil dann hätten sie ja wieder Angriffsfläche für eine Gegen. Also das sie wollen einfach nur die Zweifel sehen und einfach nur, weil es Zweifel gibt, muss es anders gewesen sein. Ja, also ich würde dann gerne mal wissen, wie das gesprengt wurde, statt nur, es wurde gesprengt und ist nicht durch Flugzeuge oder sonstige umfallende Gebäude oder sonst wie. Also das fände ich dann auch mal interessant. Ob man nur für die Frage jetzt Daniele Ganser irgendwo hin einlädt, bin ich mir unsicher. Und das sind ja auch Menschen, die halt, wie du schon sagst, überall eine Plattform haben. Ja, die haben ganz gute Plattformen. Da muss man sich jetzt keine Sorgen machen. Also die beuten das ganz gut aus. Das sind auch immer, also die Hälfte der Interview-Gäste-Vorschläge sind immer so Leute, die Leute schon kennen. Ja. Nun gut, Daniela, 235 Euro und sie schreibt, tausend Dank für die beiden Poren im Telefonica-Basecamp. Thilo, hast dich großartig geschlagen bei Sigmas oberlehrerhafter Verleumdungstour. Weitere Spende ebenso für Jung und Naiv. Respekt für eure hervorragende Arbeit für Deutschland. Liebesgrüße. Daniela, das ist wirklich spektakulär, weil vielleicht ist es euch aufgefallen, ja? Nora und Daniela, das sind zwei weibliche Hörer, die uns hier heute bestmäßig unterstützt haben. Und das muss man nochmal betonen, ne? Das ist gut für unser Land. Das ist sehr gut für unser Land. Also auch an dich herzlichen Dank, Daniela. Andreas, 235, wer kommentieren kann, kann auch spenden. Sehr gut. Warte mal, 235, Andreas, kam der jetzt so spät, dass ich ihn gar nicht oben in die Liste eingetragen habe? Ach so, weil Johann und Silvio sind ja 236 schon fürs nächste Mal. Na, dann bist du einfach beim nächsten Mal, Andreas, dran. Tauschen wir es einfach einmal aus. Also Andreas, herzlichen Dank. Wenn du damit ein Problem hast, Andreas, und unbedingt darauf bestehst, das heute dabei zu sein, ja, dann haben wir es ja schon publiziert, wenn er sich... Wir tauschen das einfach um. Johann und Silvio, ihr heute, aber nächstes Mal noch mit der 1,236 Euro Superdanksagung. Sie schreiben für das 2%-Ziel. Das ist auch gut für unser Land. Und so lange sind wir halt. I mean, who are we? We're the 1%! We're the 1%! We're the 1%! Genau. René, Roland, Markus, Valentin, 1%er Kontraktpreis für 8 Folgen im Monat, schickt er 2 Euro, sehr gut. Hauke, Dirk, nach zwei Jahren immer noch nicht langweilig und deshalb Dauerauftrag eingerichtet, sehr gut. Jens, Koray, Simon, Jan, Marcel, und er schreibt einfach Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität. Schließen wir uns natürlich an. Oh Mann. Dummes Zeug zum Schutz der Freiheit. Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität. Man muss nur die Worte dann auch ordentlich ausfüllen, statt sie nur auf Wahlplakate schreiben. Robert, Karl, Bernhard, Sven, Heiko, Kerstin, Peter, Yvonne, Marcel, Sascha, Raphael, Marco, Claudia, Daniel, Franziska, Stefanie, Nils, Patrick. Patrick unterstützt uns mit 27,28 Euro. Da ich kein Ticket für Arsenal London gegen FC bekommen habe, einmal der Preis des teuersten Tickets für euch. Ist das echt das teuerste Ticket? 27,28 Euro? Ist ja gar nicht so teuer. Das läuft. Nicht schlecht. Stefan, Thomas, Leon, Daniel, Christian, Florian, Dirk, Jonas, Konstantin. Monatsspende für, ach, euch fällt schon ein Grund ein. Jobs. Na, für Deutschland natürlich. Für Deutschland. Christian, Özgür. Hoffe, das war der Vorname. Ich weiß es aber nicht so genau. John und Manu, wir haben unsere Unterstützung. Nichts hinzuzufügen, schreiben sie. Und Thorsten unterstützt uns für ausgezeichnetes Infotainment. For the many. For the many, not the few. The few. Order, order. Mensch. So. Das ist mein neues Board hier, Tyler. Order. Wer ist Tyler? Haben wir den schon begrüßt? Wer ist das? Ich kenne ihn nicht. Ach, so. Warte mal, hier. Yeah, remember Alex? Remember? Die Hörerschaft rastet aus. Schönen guten Morgen. Ich bin heute ein bisschen schwer rausgekommen. Ich hätte so einen Außenminister, der neben meinem Bett
wie eine Bombe hochgeht, gebraucht, um wach zu werden. Also, ja, außenminister saß ja doch, der wie eine Bombe explodiert. Wo ist denn das Problem? Also echt, ey. Da gibt es ja wohl also so 50 echt. Weckertöne, die man sich einstellen kann. Ja, für die Leute, die nicht wissen, wer ich bin bei Jung und Naiv hinter der Kamera und ich bin heute als Augenzeuge geladen. Genau. Gab es einen Mordversuch zu beobachten? Ja? Ja, das war mein absolutes Lieblingskommentar. So, und Hans ist auch da. Hans, man kennt dich von diesem Jingle. Wer hat den Verstand? Wer ist gut für unser Land? Die anderen Reporter kann man alle vergessen. Hier ist die Hans-Jessen-Show. Hm, wenn du dazu so tanzt, Hans. Ja. Wird es auf jeden Fall ein Erfolg. Ja, ich fürchte auch. Gleich nach Kai Pflaume, Quiz einprogrammiert, na AD. Da wollte ich schon immer hin. Sehr gut. So, wir sind ja schon mitten in der Sendung und machen weiter mit Reaktionen auf Aufwachen 234. Vielen Dank für alle Kommentare. Ich finde es gut, dass wir mal bemerken, dass wir nicht alle eine Filterblase sind und uns hier nur gegenseitig auf die Schultern klopfen. Deswegen Punkt 1, der junge Pfleger im ZDF oder war es eine AD? Keine Ahnung, ich komme völlig durcheinander bei den ganzen Sendungen. Jedenfalls. AD, glaube ich. Ja, Wahlarena. Ja. Es gibt einen großen Unterschied, ob ein Mensch über seine Probleme spricht oder als Anwalt von irgendwem anderen auftritt. Und der junge Mann wurde sorgfältig ausgewählt und die Frage wurde am Telefon abgefragt. Geht's denn bei dir auch um die Alten? Und da hat er gesagt, ja, bei mir geht's um die Pflege. Bingo, komm in unsere Sendung. Ich hätte mich ja sehr gefreut, wenn das wie bei der ARD geliefen wäre, wo man nämlich nicht vorher weiß, was die Leute fragen, weil dann hätte man ja mal über seine Probleme, ja, Arbeitszeit, Entgelt, welche Supervision bekommt er eigentlich, wird überhaupt betreut oder was ist da los, ja? Nein, alles kein Thema, weil Artikel 1, irgendwer liegt ja in seinem Code und so. Ist natürlich auch ein wichtiges Thema, will ich ja nicht in Abrede stellen, aber nicht unbedingt seins. Und das muss man ausdrücklich sagen, das ist bei Seenotrettern das Gleiche, bei Lehrern, Krankenpflegern, Ärzten, überall. Man muss in solchen Berufen, wo man es mit leidenden Klienten zu tun hat, hinbekommen, seine eigenen Probleme wichtig zu nehmen. Ansonsten macht man diesen Job genau ein Jahr und dann ist man selber ein leidender Klient für irgendwen anderen. Darf ich dazu was sagen? Bitte, natürlich. Nein. Weil ich ja bei dem primären Podcast darüber nicht dabei war, sondern mir das nur hinterher durchgelesen und angehört habe. Ach, du warst das. Ich war das. Stefan, du hast bei dem, was du eben gesagt hast, recht. Und trotzdem schneidest du was ab, was, glaube ich, die Sache dann wieder nicht so ganz richtig sein lässt. Denn wenn dieser junge Mann sagt, ich habe diesen Beruf ergriffen, in dem möchte ich arbeiten, die Bedingungen in diesem Beruf sind aber so, dass ich diese Arbeit nicht so machen kann, wie ich sie machen möchte, auch deswegen, weil in diesem Beruf, zweite Ebene, die Menschenwürde, die für mich sozusagen ein Fundament meiner Arbeit wie auch meines politischen Handelns ist, verletzt werden, dann behandelt er und in seinem Statement sowohl die Bedingungen seiner persönlichen Arbeit und die seiner Berufskollegen, als auch die andere Ebene, die für ihn, so habe ich das wahrgenommen, ein Fundament, ein grundsätzliches Anliegen seiner Arbeit ist. Und ich denke, es ist legitim, diese beiden Dinge zusammenzufassen. Und ich würde sie nicht künstlich voneinander trennen wollen. Ja, und deswegen sage ich danke für den Meinungsbeitrag. Das habe ich mitbekommen, dass so gedacht wird. Und ich möchte ausdrücklich sagen, ich will es jetzt ausdrücklich sagen, das ist jetzt meine soziologische Brille, die ich mir aufsetze. Und das ist bewusst auch eine ganz kühle, ach Menschen interessieren mich einen Scheiß, ja. Es geht ja um die Sozialität. Und ich möchte ausdrücklich sagen, Menschen in Profession und Profession zeichnen sich durch die eine Eigenschaft aus, man hat es mit Menschen zu tun. Man steht nicht irgendwo an einem Fließband, an einem Gerät, an der Maschine, sondern man hat mit Klienten zu tun. Also Anwälte, Lehrer, Krankenpfleger, Ärzte und so weiter. Die müssen Räume schaffen, in denen sie die Objekte ihres Berufs Objekte sein lassen und nicht zu Subjekten machen, mit denen sie emotional verbunden sind. Das ist ganz wichtig. Man kann sich mal ein paar Videos angucken. Bei der Charité in Berlin haben das zum Beispiel gemacht. Wie agieren Ärzte, während Patienten in Narkose liegen und man glaubt es nicht, ja? Wie sehr der Mensch reduziert wird auf seine Krankheit, auf ein Objekt und die Ärzte, also die Chirurgen, dann in so einen Wettstreit miteinander treten,
wer braucht am wenigsten zusätzliches Blut, ja? Wer ist der beste Operateur, wer braucht am wenigsten zusätzliches Blut, wer schafft es am schnellsten, wer näht am schnellsten und so weiter. Also man bricht dann in solche Wettbewerbe aus und das hat einfach eine sehr, sehr wichtige soziale Funktion. Man muss sich von seinem Klienten distanzieren. Man braucht eine Betreuung, man muss eine Supervision machen und es muss in dieser Supervision um einen selber gehen und nicht um die Patienten. Das ist ganz wichtig und ich hätte mir gewünscht, ich weiß, das ist eine Fernsehshow und so weiter, aber ich hätte mir gewünscht, dass ein junger Mensch, der sagt, ich pflege alte Menschen, sagt, Achtung, ich habe mal eine Frage, die betrifft zwar die Pflege, aber es geht hier um mich, um meine Arbeitsbedingungen, um mein Entgelt und um meine Betreuung, damit ich diesen Job länger als nur 12 Monate machen kann und dann nicht wie ein emotionales Wrack irgendwie da liege und als nächstes irgendwen brauche, der mich dann als Klient professionell betreut. Stefan, da hänge ich jetzt mich nochmal rein, weil deine soziologische Brille, völlig klar, aber das ist deine soziologische Brille. Das ist die Brille einer ganz bestimmten soziologischen Theorie. Die hat ihre Berechtigung, zu der stehst du, wunderbar. Ich bin auch Soziologe, ich habe eine andere soziologische Brille auf, weil ich eine andere soziologische Theorie verfolge, die genauso berechtigt ist. Und diese andere soziologische Theorie, von der du auch weißt, dass es sie gibt, die macht nicht diese Trennung, die du hier künstlich vollziehst, sondern sie lässt es zu, dass diese beiden Ebenen miteinander verbunden sind. Dass man in einer konkreten Arbeitssituation zum Beispiel sagen muss, ich darf jetzt hier zum Beispiel als Arzt nicht einfach nur in Mitleid mit dem Patienten verschmelzen oder versinken, sondern ich muss die professionelle Distanz haben, um Entscheidungen richtig zu treffen, ist davon völlig unberührt. Es gibt ja auch den guten Grund, dass möglichst Ärzte nicht ihre eigenen Familienangehörigen behandeln sollen. Der Grund dafür liegt darin, dass man diese Distanz braucht. Das kann, finde ich, aber keine Rechtfertigung zu sein, dieser junge Mann hätte das, was er da gesagt hat, eigentlich so nicht sagen dürfen, weil es nicht seine Sache war. Ich finde, mit Verlaub, da vertrittst du eine komplette eine radikale Minderheitsmeinung, die dir als solche natürlich unbelassen ist, aber du musst doch bitte auch zur Kenntnis nehmen, dass mit guten Gründen, ich glaube, große Mehrheiten auch von Menschen, die dir wohlgesonnen sind, da einfach anders denken. So werte ich jedenfalls auch die Reaktionen in den Kommentaren. Also als agree Ehemann, to disagree, ne? Als Ehemann einer Psychologin und als Schreiber vieler Texte auch zum Thema Supervision und Teilnehmer und Vortragender auf Supervisionskongressen in Deutschland möchte ich darauf hinweisen, Distanz zum Klienten oder es ist nach 3 Jahren um euch geschehen. Ja? Die Arbeitssituation, die er damit macht, hält er seine Ausbildung nicht aus. Ja? Danach ist schon... Deswegen möchte er auch von Merkel, dass das besser wird. Das war doch hat doch gesagt, ich möchte nicht. Naja, aber er hat mit Artikel 1 rumgewedelt und hat irgendwie als Anwalt der Alten ist er aufgetreten. Und als Eigner. Er ist Mitglied dieser Gesellschaft. Er hat gesagt, ich möchte in einer Gesellschaft leben, die ihre eigenen Grundlagen und vor allem Artikel 1 ernst nimmt. Was ist daran zu kritisieren? Selbstschutz, Eigenschutz vor Fremdschutz. Ich will nur darauf hinweisen. Nächster Punkt. 18-Jährige, die sich um ihre Rente kümmern. 18-Jährige sind 50 Jahre von ihrer Rente entfernt. Diese Vorwürfe, man sollte sich mal ganz früh um die Rente kümmern. Ich finde, es reicht, wenn man genau zwischen Rente und Geburt ist, ja? Wenn man so 35 ist, dann kann man sich um Rente kümmern. Alles andere, also das ist wirklich... Wir haben uns alle daran gewöhnt, dass Rente ein ganz wichtiges Thema ist. Am besten schon für 8-Jährige, ich weiß. Aber das kann einfach nicht der Zustand von 2017 sein, wo wir uns darüber freuen, dass wir irgendwie... Arbeitsfrei ist die Losung, ja, und nicht, oh scheiße, arbeitslos, was ist bloß mit meiner Rente? Also, da läuft irgendwas grundsätzlich schief, ja. Also, wenn wir den wissenschaftlich-technischen Fortschritt so wenig ausnutzen, dass wir uns heute Angst davor machen, was wir in 50 Jahren für Rente kriegen, dann ist einfach schade. Gäste? Da bin ich näher bei dir dran als bei der anderen Frage. Doch. Gut. Ja, ich meine, 65, wenn man mit 65 in Rente geht, ja, und man fängt mit 30 an, drüber nachzudenken, dann hat man immer noch genug Zeit, genauso lange für die Rente zu sorgen, wie man dann Rente genießt, heißt es ja, wenn man dann 100 wird, ja, und 100 wird man nun mal wahrscheinlich. Ja, aber bei Nullzinspolitik müsstest du dann jeden Monat genauso viel weglegen, wie du dann als Rente brauchst. Ja, und deswegen will ich ja auch eine Debatte darüber, dass wir es nicht über Zinsen finanzieren. Das ist ja auch der größte Quatsch. Aha. Wir bräuchten zum Beispiel neue Deutsche in Deutschland.
anstatt sie irgendwie mit Waffengewalt nach Afghanistan zu schicken. Das sagt die AfD auch. Machen wir selber. Ja, ja, genau. Ja, genau. Wir müssen mehr Deutschler machen. Für Deutschland. Machen so. Die Gäste in diesen Sendungen, das war ja wirklich erstaunlich, im ZDF, handverlesen, Fragen bekannt, Gesichter auf Papier gedruckt, damit Peter Frey genau weiß, wen er ansprechen muss. In der ARD so völlig, ja gut, Infratestimab hat man ausgewählt, ja. Der Lungenarzt aus Leverkusen, bei dem Bettina Schausten meinte, ach, ich glaube, hier oben in der Ecke, da haben wir noch nicht gefragt. Und plötzlich, zimsalabim, der Arzt aus Leverkusen, der war natürlich schon zweimal in der Aktuellen Stunde im WDR, ja, hat uns Jonas darauf hingewiesen. Finde ich auch witzig. Also das ist sozusagen wieder Rekrutierung aus dem eigenen Medienbetrieb. Das ist auch schön hier, Peter Frey hat einen Zettel mit den Gästen und den Bildern und bei uns war es andersrum, da kommen unsere Gäste mit Zetteln und geben uns die ja, und genau. Dann hier macht mal was. Ja, Klaus. War gut, dass die Rekrutierung aus dem eigenen Betrieb hier nicht stattfindet. Ja. Okay, Klaus hat in den Kommentaren bei uns geschrieben, ja, der wurde nämlich auch angerufen für eine der Sendungen und dann war die Frage und so und dann schreibt er, der Redakteur fragte mich am Telefon, ich hatte mein Alter 20 angegeben, ob sich meine Frage denn auf die Rente bezog. Ja, genauso wurde der junge Mann der Pflege auch angerufen. Ey, beziehst du dich auf die Pflege? Ja, aha, okay. Aber nicht auf den Pflegerberuf, oder? Mhm. Na gut, die Berliner Morgenpost schreibt nochmal, die Sprecherin der Hinterbliebenen der Opfer des Terroranschlags vom Breitscheidplatz sollte als Gast in der am Donnerstag ausgestrahlten CDF-Sendung Klartext Frau Merkel sein, doch Stunden vorher wurde ihr telefonisch abgesagt. Die Begründung war nicht glaubhaft, so Astrid Passin. Ich denke, meine Fragen wären denen zu unbequem gewesen, ja. Also was das CDF da wieder veranstaltet mit Rekrutierungsmaßnahmen und Telefon-Assessment-Center und so. Die ARD hat die Leute einfach eingeladen und dann einfach hier, willst du was fragen? Ja, ich will was fragen und dann wurde was gefragt. Vielleicht hat ja irgendwie Steffen Seibert interveniert, aber der hat ja, nee, das kann nicht sein, der hat ja nichts mit dem Wahlkampf zu tun. Nee, als Merkel in der ARD war... Also für die Wahlkämpfe kann ich hier nicht sprechen, das ist nicht Teil meiner Arbeit. Genau. Nee, als Merkel in der ARD war, wurde auch nicht vorher nachgefragt. Das ZDF hat das so gemacht, die ARD war da ein bisschen freier. Ja, ich will dazu mal was sagen, weil ich solche Rekrutierungen in Anführungsstrichen in kleinerem Maß selber auch mal mitgemacht habe. Ich weiß ein bisschen, was da bei denen, die das machen, im Kopf passiert. Es ist eine große Sorge davor, in Live-Situationen etwas dazu produzieren, was irgendwo aus dem Ruder läuft. Come on, genau deshalb guckt man noch darf live. Ich? Moment, natürlich, deswegen guckt, ja, sicherlich. Niemand findet es schöner als der Zuschauer, wenn ein professioneller Nachrichtensprecher sich verspricht. Nichts ist gleichzeitig für den professionellen Nachrichtensprecher schrecklicher, als sich zu versprechen. Aber deswegen Thilo, okay. Das ist doch jetzt nicht Hans Meinung, sondern ist doch nicht mal eine Meinung. Ich sag nur, was da passiert. Was denken, also es ist die große Angst vor dem Kontrollverlust. Und deswegen werden solche Castings gemacht und deswegen gehen die dann häufig genug auch schief. Wir sind uns, glaube ich, darüber einig, dass eigentlich das Townhall-Format, was bislang am besten funktioniert hat, eigentlich das von RTL gewesen war. Die haben selbstverständlich auch gecastet und ja. Wie sie gecastet haben. Ja? Die haben Filme vorbereitet und alles. Die haben die Leute am Tisch geholt, statt am Sitz anzusprechen. Aber erst mal diese Leute, über die sie dann die Filme gemacht haben, die zu finden, davor hat schon ein Casting ja stattgefunden. Und also sozusagen der Ansatz, ein Casting, wir wollen eine Situation kontrollieren können, haben die ganz genauso gemacht. Sie haben es aber besser gemacht. Es geht also nicht um die Frage, casten ja oder nein, sondern es geht eigentlich um die Frage, wie castet man so, dass ein möglichst gutes, im Interesse der Zuschauer und der Debatte, ein möglichst gutes Produkt dabei rauskommt. Das haben die einen besser gemacht als die anderen. Ich habe ja gar nichts gegen Casting. Ich finde es nur bezeichnend, dass Klaus bei uns wieder schreibt, er wurde angerufen und dann war die Frage, betrifft deine Frage die Alten oder nicht? Mhm. Und dann hat er gesagt, nee, geht nicht um Rente oder ausgeladen. Mhm. Oh ja, RTL, da hat wahrscheinlich keiner nachgefragt. Ja, betrifft das jetzt die Alten, Pflege, Rente, blablabla? Nee, naja. Da wurde einfach querbeet und plötzlich hatten wir eine Alleinerziehende. Wo gibt's denn sowas? Ja, RTL wird sich auch überlegt haben, welche Themen halten wir für relevant
und haben dann nach diesen Themen geguckt. Also der Mechanismus war vielleicht im Detail ein bisschen anders, aber die Selektion zu sagen, wen wollen wir eigentlich haben oder was wollen wir haben, welche Themen und wie finden wir die Leute dafür, einen solchen Selektionsmechanismus hat es da ganz genauso gegeben. Vielleicht haben diejenigen, die da ausgeladen worden sind, gar nicht erfahren, dass sie ausgeladen worden sind. Deswegen wurde es weniger skandalisiert, aber stattgefunden hat das mit Sicherheit ganz genauso. Das ist das Wesen von Castings. Man guckt sich viele an und wenige werden es. Nächster Punkt, bei dem ich auf die Mappe bekommen habe. 230 Euro Miete in Hamburg. Tada, die Miete war gar nicht 230 Euro, Kaltmiete war 156 Euro. Ich könnte gleich nochmal loslegen, ja. 156 Euro, 40 Quadratmeter, elbnah in Hamburg, beste Wohngegend. Ey, man, der würde ja selbst Sarah Wagenknecht sagen, ja. Da wird's pervers. Ja, also Arne. Das ist das bedingungslose Grundeinkommen auf der Mietebene. Ja, genau. Arne hat in den Kommentaren nochmal den Tagesschau-Text dazu verwiesen. Es ist wirklich spektakulär, ja. Die wollten die Wohnung grundsätzlich neu bauen. Die ganze, es war halt so ein altes Dachgeschoss, das wurde damals so notgedrungen und die hat, ja, wir machen es alles selber und so. Jetzt haben sie halt gesagt, ey, da ist zu wenig Wärme und Schalldämmung. Da ist zu wenig Licht. Da gibt es ja gar keine Fenster in der Wohnung, ja. Wir müssen uns nochmal das Video angucken. Die haben wahrscheinlich alles ausgeleuchtet, damit es überhaupt drehbar war und so weiter. Und die Wohnung wächst von 40 auf 69 Quadratmeter. Man musste sagen, es wird überhaupt erstmal eine Wohnung. Vorher hat sie auf dem Boden gewohnt. Ja, der hat einfach im Dachboden gewohnt. Der Preis orientiert sich am Mittelwert des Hamburger Mietspiegels. Was will man mehr? Dafür ist der Mietspiegel da. Tagesschau.de hat einen sehr schönen Satz geschrieben. Allerdings ist der Fall der Hamburger Rentnerin vom ZDF eher unglücklich gewählt, denn er taugt schlecht zur Verallgemeinerung. Tada. Ja. Das hätte man auch schon richtig während der Vorbereitung mitbekommen können, ja, dass 156 Mietenverteidigung nicht so ganz 7 Minuten lang das ist, womit man so eine Sendung eröffnet, weil sich Stefan Schulz dann die Haare rauft. Ich meine, das Thema Mieterhöhung an sich ist ja ein riesengroßes Thema, ein wichtiges Thema. Wichtigste Thema überhaupt. Ja, aber das ist halt so nicht. Achso. Aber ein Beispiel zu verwenden, das quasi ein 0,1% Beispiel an Mieterhöhung ist, ja, von 230 auf 1000 Euro Warmmiete Erhöhung, das gibt es halt ganz, 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 ganz selten. Na, vor allem, man hat hier offensichtlich das Kriterium, wo haben wir die größte Spreizung, wo haben wir den höchsten Skandalisierungsfaktor genommen und hat dabei dann komplett übersehen, und da wurde das Ding zum Boomerang, dass hier ein Beispiel dadurch gewählt wurde, was als Beispiel in Wahrheit nicht taugt. Und das stellt sich dann im Verlauf der Debatte raus. Das hätte man, ihr habt völlig recht, im Verlauf der Recherche, dazu sind Rechercheure da und Journalisten, hätte man erkennen können und müssen, das taugt nicht für diese Form von Skandalisierung, die dann, man kann es ja noch nicht mal den Mietern eigentlich übel nehmen, für die ist das eine Drei- oder eine Vervierfachung, ja, und so üppig ist die Miete auch nicht. Für die ist das Schicksal, aber es taugt nicht für eine gesellschaftliche Skandalisierungsdebatte, so wie sie da hochgezogen wurde. Untaugliches Beispiel. Und erinnere dich an Peter Frey, der auch nochmal gleich zur Hand hatte. Ja, ja, hier die Hamburger Wohnungsgesellschaft und ja. Ist ja von der Stadt und das ist eine SPD-Stadt. Also ich kann mir vorstellen, dass sie extra dieses Beispiel genommen haben, um ihm am Ende nochmal einen reinzudrücken. Ja. Und übrigens, ja. SPD. Ja. Peter Frey hat das 7 Minuten laufen lassen, um dann zu sagen, und das ganze Publikum rastet aus. Die Älteren von uns wissen mit dem Begriff neuer Heimat noch was anzufangen. Ja, wir Jüngere nicht. Was ist die neue Heimat? Die neue Heimat war ein gewerkschaftseigener, einmal der größte gewerkschaftseigene öffentliche soziale Wohnungsbaukonzern oder Unternehmen. Und die sind dann auch daran kaputt gegangen, weil sie nicht so besonders sozial agiert haben. Macht jetzt alles BlackRock. Ja. Ich habe Apolda und Gotha verwechselt. Das ist natürlich blöde, weil Gotha ist ja die Stadt bei Eisenach. Apolda ist ja die Stadt bei Jena. Kenne ich eigentlich ganz gut. Egal, kann passieren. Ralf. Peinlich, ja. Peinlich. Um das hier mal ein bisschen zusammenzubinden, die Kommentare. Ralf hat dann unter seinen ewig langen, ach Stefan schon wieder, und so, hat geschrieben, insgesamt waren eure vorangegangenen Podcasts analytisch und argumentativ um einiges besser. Ich möchte darauf hinweisen, ja, ist zwar nett, das so zu schreiben, aber analytisch gut ist nicht synonym für ganz meine Meinung. Muss man auseinanderhalten, sonst ist es albern, solche Kommentare, ja. Da kann man von mir aus 5 tolle Absätze schreiben, aber wenn das der letzte Absatz ist, dann lese ich nur den vor und mache mich drüber lustig. Will man ja auch nicht als Kommentarschreiber.
Stefan, hast du jetzt eigentlich deine Meinung gegenüber YouTube-Kommentaren geändert, nachdem du Nein, ich weiß nicht, wovon du redest. Loser. Ich weiß nicht, wovon du redest. Loser. Er war, wenn er nicht weiß, wovon er redet, war er es nicht. Da hat sich jemand. Ich war das nicht. Eben, es ist ein Fake. Das war Tom, mein intelligentes Avatar. Ach so. Ich habe damit nichts zu tun. Bevor wir auf Sigmar Gabriel kommen, zwei Punkte noch. Ich hasse das Internet gerade. Ich könnte kotzen. Nicht nur Haare raufen, ich sage ausdrücklich, ich könnte kotzen, das ist schon auf Stufe 7 von 10 Empörungsskala. Es erscheint ein AfD-Text nach dem anderen, ja. Das ist so unfassbar gerade. Wir haben gerade Peak AfD, eine Woche vor der Bundestagswahl. Wie konnte denn das passieren? Perfekt. Ich will ausdrücklich sagen, ja, ich will ausdrücklich sagen, die CDU hat einen richtig guten Plan. Flüchtlinge, 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 4 Monate vor der Wahl. Flüchtlinge? Hä? Haben Sie nicht über diese Sonderkanäle gehört, dass wir gar keine Flüchtlinge mehr haben? Sind nicht mal eine 6-stellige Zahl. Das Thema war eigentlich erledigt. Dann kam im Juli Martin Schulz und hat Merkel gesagt, es darf sich nicht wiederholen 2015. Alle sind drauf angesprungen, weil Quote und so. Das war doch wichtig. Hast du Gabriel nicht gehört? Die sprechen zu wenig über Flüchtlinge und überlassen das Geld der AfD. Ich will es mal so sagen. Kommen wir gleich zu. 2005, als Merkel ins Amt kam, habe ich ja Merkel gewählt, aus einem einfachen Grund. Merkel hat eine richtig gute Idee, fand ich, nämlich eine einfache Steuererklärung, die zwar 100.000 Steuererklärungsleute arbeitslos gemacht hätte, aber die erstmal für mich nachvollziehbar war. Und dann kam die SPD und hat gesagt, der Professor aus Heidelberg, das geht ja gar nicht. Dann habe ich gesagt, ey, ihr Wichser, ja, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass er jetzt so einen Wahlkampf macht. Indem er sagt, ach, der Professor aus Heidelberg, dann werden die Leute in Goslar schon sagen, Professor, und so. Ich bin kurz davor, Merkel wieder aus Protest zu wählen, ja. Weil die SPD hier dieses Flüchtlingsthema wieder hochkommt. Merkel wählt. Ja, das ist einfach. Wer ist, glaube ich, der Einzige? Ich bin. Was sagt. Stefan, was sagt dein intelligenter Avatar dazu? Ja, warte. Also, ich will nur mal vorlesen, ja. Simon Hurz, den wir ja im Internet irgendwie alles ein bisschen kennen, weil wir seine Empfehlungen so folgen, der hat einen Text von Michael Bittner verbreitet, in dem der Satz, also mit dem typischen Hinweis, lest diesen Text, verbreite diesen Text, so schadet ihr der AfD. In diesem Text steht dann der Satz, man sollte die AfD-Funktionäre vielmehr als faul, inkompetent, intrigant, gierig und korrupt entlarven, als ganz gewöhnliche Politiker der schlimmsten Sorte, wo ich mir denke, genau, jetzt geben wir erstmal der AfD recht und sagen, ganz gewöhnliche Politiker, klar, faul, inkompetent, intrigant, gierig und korrupt. Ja, also das ist wirklich, es ist unfassbar, was hier im Internet stattfindet, ja. Also, und die Krone, wurde ja dann noch aufgesetzt von Niggemeier, Lobo, Holgi und so weiter, indem sie plötzlich anfing, schon mal das Blame-Game zu spielen und zu sagen, ey, wenn die AfD mit 14,9% sogar das FDP-Ergebnis von 2009 noch überflügelt, dann liegt das an der Partei. Das erinnert mich so ein bisschen an die Situation letztes Jahr mit Trump und Clinton, ja, wo dann ja, Jill Stein, ja, ne, genau. wenn das nicht klappt, ist Jill Stein schuld. Mit den 1% Stimmen. Es ist unfassbar. Es ist wirklich unglaublich. Ich will nochmal darauf hinweisen, es ist ein soziologisch kühles Argument. Wenn ihr im Internet einfach nur wütend seid, empört und eine Empfehlung, etwas nicht zu wählen abgibt, dann geht es auf jeden Fall schief, ja. Johnny Häusler von Spreeblick ist der Einzige, der mal einen Text geschrieben hat mit dem klaren Botschaft, Achtung, die Wahl wird kompliziert, das sind die Parteien aus meiner Sicht und diese wähle ich. Und dann kam Bingo. Die Grüne raus. Bingo. Ich verstehe nicht, wieso plötzlich alle anfangen mit, oh, es ist Bundestagswahl, ich bin empört, also hier typisch, wer hat es gesagt, Steinmeier, ich bin empört, ich kriege kein Auge mehr zu, meine Haare raufen sich schon von alleine, das kann ja wohl alles nicht wahr sein. Spiel mal ein, Tilo, hast du es parat? Ich bin frustriert, ich bin genervt, ich bin empört. Ja, also ich kann die, geht auf jeden Fall wählen und wählt nicht die AfD oder die Partei nicht mehr hören. Ja? Jeder muss jetzt einfach, wenn er das zum Thema machen will, muss er sagen, was er wählt. Eine klare, positive, aktive Botschaft. Ich wähle nicht AfD. Ja, ich, genau. Das ist Wahlgeheimnis, okay? Das ist Wahlgeheimnis, aber ich sage nur, ja. Also, wenn ich nicht will. Zumindest für Geheimnis ist übrigens nicht, dass du nicht sagen darfst, was du wählst, sondern dass nie jemand kontrollieren kann, ob du stimmt, was du sagst. Das ist ein sehr guter Hinweis. Es gibt ja, weil viele Leute immer so, ich würde es dir ja sagen, aber Wahlgeheimnis und so. Ja. Es kommt in Knast, wenn jemand sagt, dass du gewählt hast, was du gewählt hast. Es gibt diesen schönen küchenpsychologischen Trick. Wenn ich zu dir sage, bitte denken Sie jetzt auf keinen Fall an Krokodile. Du darfst jetzt nicht an Krokodile
denken. Okay, du kannst denken, woran du willst, aber nicht an Krokodile. Erzähl mir mal, woran du gerade denkst, garantiert. Natürlich. Ich an Krokodile. Das ist, ja, je häufiger du sagst, auf keinen Fall die AfD wählen, desto mehr erreichst du zwar dich und deine Community, aber die wissen es sowieso schon. Ja, die wissen alle Bescheid. Die wissen alle Bescheid, du mobilisierst aber gleichzeitig natürlich auch die andere Seite. Ja. Also es ist bestenfalls ein Nullsummenspiel. Es ist auf jeden Fall auch das Krokodil-Argument, dass ich das Krokodil wieder stärker ins Bewusstsein hole. Ich denke, und das ist Erfahrung auch aus verschiedenen Landtagen, unter anderem in Bremen, diese rechtsradikalen und rechtspopulistischen Parteien, die kann man nicht entlarven, die können sich nur selbst entlarven. Und das tun sie, wenn die Politiker und das, was sie machen, so sind, wie wir ihnen das oder die anderen ihnen das häufig genug vorwerfen, dann zerlegen sie sich auch in schöner Regelmäßigkeit selbst. Das können die nur selbst. Das, von aber außen Hans, kann man das. Du kannst doch nicht dazu schweigen, wenn der Gauland sagt und so, er ist stolz auf Hitler, da kannst du doch nicht zu schweigen. Du bist doch ein verantwortungsvoller Staatsbürger. Du musst doch jetzt 5 Texte schreiben und deine Freunde aufrufen. Hans, das musst du jetzt mal wegen guter Deutscher bewerten. Und da interessiert mich überhaupt nicht, ob die Menschenrechte gesichert sind. Bitte. Ja. Da musst du dich zu verhalten, Hans. Da kannst du doch nicht sagen. So. Hier, oder noch einen, Hans. Der Gauland ist ein mieser, dreckiger Hetzer. Solche Arschlöcher braucht niemand. Ja, also ja. Ich habe mich jetzt drüber lustig gemacht. Finde ich als Meinungsäußerung völlig legitim und als Ausdruck der Empörung. Und wir sind ja auch Menschen, die sich durchaus auch gerne mal öffentlich empören. Man muss sich nur drüber im Klaren sein, was man mit dieser Empörung auch bewirkt. Ja, man stärkt auch die damit, über die man sich empört. Wie gesagt, bestenfalls Nullsummenspiel. Ja, es gibt einfach ein grandioses Missverständnis, nämlich der Glaube, in der Politik sind Inhalte wichtig. Da geht es nicht um die Opferolympiade und da geht es auch nicht um Identitätspolitik und da geht es auch nicht um Milieubildung und politische Unterstützung durch wir und sie. Nee, das wird über Inhalte entschieden. Und wenn dann der Simon Hortz auf Twitter schreibt, aber das war doch ein super kluger Text, also was kann man denn dagegen haben? Ich habe das so und so interpretiert, denkt man sich, ja genau. Und dann gehen wir mal auf die Straße, reden mit den AfD-Leuten und fragen sie, wie haben sie das denn interpretiert, diesen 5. Absatz, diesen Text, als es hieß und so. Also es ist wirklich, ich kann mich da nur noch drüber lustig machen, weil ich es zu albern finde. Also ich danke dir natürlich sehr, Hans, dass du es nochmal expliziert hast. Ich dachte, das wäre die größte allgemeine Selbstverständlichkeit überhaupt, ja. Nee. Wie Mobilisierung heute funktioniert, gerade im Internetzeitalter. Aber nee, alle müssen nochmal empört sein. Aufmerksamkeit hier rechts und links. Das habe ich gestern auch, ich war ja gestern bei Katrin Göring-Eckardt, ich hab sie das auch gefragt, was soll das? Ja. Und sie dann nur so, ja, wie denn sonst? Ich dann so, ja, redet doch mal über eure Themen. Ja, also ich will ausdrücklich sagen, die CDU hatte einen richtig guten Plan und der ging auch richtig gut auf. Die AfD war bei 7%. Das sank weiter. Es war kurz davor, dass man gesagt hätte, noch 3 Monate und die sind überhaupt nicht mehr im Bundestag drin. Und dann kam Martin Schulz und meinte, also die Merkel, die hat das 2015 blöd gemacht und das muss man jetzt nochmal verhindern, dass sich das wiederholt. Und überhaupt hätte sie von Anfang an, das sagt er war 2015, was war Martin Schulz nochmal 2015 in dieser Zeit, als er jetzt rückblickend Merkel vorwirft, man hätte von Anfang an auf eine europäische Lösung setzen sollen? Präsident des Europäischen Parlaments. Präsident des Europäischen Parlaments. Ja, wobei man muss dann der Ehrlichkeit halber auch sagen, das war nicht nur einfach, doch, das war nicht nur einfach Schulz, sondern das waren auch wir Journalisten, ich glaube Thilo auch du, ja. Oder ich zumindest, die, nein, Thilo ja, nicht. Die, pass mal auf, die gelegentlich gesagt haben, jetzt räumt de Maizière einfach dadurch ab, dass er eine Flüchtlingspolitik macht und Merkel klammheimlich auch, es gibt überhaupt gar keine Flüchtlingsaufnahmepolitik mehr hier. Ja? So, das haben wir und ich habe es mindestens aus meinem Mund gehört, aus deinem auch, Thilo, das haben wir auch schon so gesagt. Das war nicht erst Herr Schulz. Ja, in der BBK. Hat Thilo Fragen zum Thema Massengrab im Mittelmeer gestellt. Sigmar Gabriel gegenüber, warum nimmt eigentlich Deutschland weniger Flüchtlinge auf, gerade als das Mittelmeer? Das hat aber nichts damit zu tun, dass irgendwelche Journalisten gerade Seite 1 vollschreiben und Sendungen planen, wie Frank Plasberg jetzt schon wieder 3 Tage vor der Wahl. Sicherheit und Flüchtlinge. Das war auch geil. Das ist wie bei Nordrhein-Westfalen gewesen, wo Plasberg eine Sendung vor der Wahl Sicherheit, das Thema Sicherheit rausholt. Genau.
Stärkt das, also Hans jetzt aus analytischer und historischer Perspektive, stärkt sowas eher rechten Parteien oder eher linken Parteien? Die Antwort ist ja. Ist in allen Fällen ja. Es stärkt immer die, die bereit sind, sich für eine Position bestärken zu lassen. Es sind Polarisierungen. Ich fürchte mal, es wird in dem Fall so sein, dass es stärker die Rechten oder überhaupt die angstbesetzten Menschen und Lager bestärkt. Das ist ja der Mechanismus dahinter ist, Plasberg nimmt natürlich die Themen, von denen er annehmen kann. Man weiß das auch aus Umfragen, ja, beschäftigt viele Menschen. Und das Thema Sicherheit, Unsicherheit und so weiter, das ist bei vielen, bei ganz vielen Leuten ganz oben dran. Und dann ja, weil es so viel Thema ist. Nicht nur, weil es so viel Thema ist, sondern weil es auch in der Alltagskommunikation einfach eine Rolle spielt. Quatsch. Ach komm. Na, also wer geht denn bitte auf die Straße zu seinen Freunden in den Kindergarten zum Elternabend und redet da über Flüchtlinge und innere Sicherheit? Ich fühle mich so unsicher. Flüchtlinge und innere Sicherheit ist nicht mal ein Thema, wenn das CDF das Publikum auswählt und die Fragen vorgibt. Nicht mal dann ist das ein drängendes Thema. Wann warst du das letzte Mal auf dem Elternabend? Ach Hans, ich bin so auf so viel Elternabend, ich bin schon ein Ausschlag davon. Ja, siehst du, ich auch. Und da ist das Thema übrigens seit Jahren schon. Dieses Thema, ich nenne das jetzt mal Angst vor Überfremdung, wie immer man das jetzt immer, das wird durchaus diskutiert in der Gesellschaft in verschiedenen. Also Hans, ich sitze ja manchmal auch vor 50, 80, 70 plus Leuten. Und wenn ich denen sage, ey, das Kanzler-Duell war ja irgendwie merkwürdig, weil da war ja gar kein Thema, das mich interessiert, dann sagen die, mich auch nicht. Da fängt doch keiner an, über Flüchtlinge und Überfremdung zu diskutieren. Ich habe das noch nie auf der Straße erlebt. Das findet, also vielleicht ist Frankfurt hier einfach schon voran, ja, weil wir hier 40% Ausländerkohle oder sowas haben, aber Ihr seid nur zurück, Stefan. Oder zurück, kann natürlich sein, dass es in Apolda viel drängender ist, weshalb der Mann Also ich akzeptiere in dieser Diskussion nicht oder möchte nicht akzeptieren, eine Erklärung, die auf einmal heißt, die Leute haben das deswegen so sehr auf Position 1, weil wir, die Medien oder die Politik, es ihnen einreden. Das ist klassische, das habt ihr gerade gesagt. Das meinen wir ja auch genau so. Das ist genau das Argument. Das ist AfD-Argumentation. Das ist die Manipulation durch die Medien. Mit dem Argument kommt ihr hier um die Ecke, Leute. Die Medien helfen halt. Wir schüren Ängste. Hans, da helfen die damit? Hans Hütt hat darüber geschrieben, Marco Bülow hat die statistische Auswertung gemacht. 90% der Talkshows die letzten 2 Jahre sind Flüchtlinge, innere Sicherheit, Terrorismus. Und zwar in einer Gemengelage. Ja, wie kannst du denn jetzt sagen? Will ich dir sagen, die Küchenhoff-Studie, die immer noch eine der wichtigsten Studien zur Untersuchung von Wählerverhalten in Relation zu Zeitungskonsum. Die Küchenhoff-Studie hat ermittelt, dass 60-70% der Bild-Zeitungsleser SPD gewählt haben zu dem Zeitpunkt, als der Umbruch. Das waren Zeiten, da war die Bild-Zeitung noch rechts von jedem, was man sich vorstellen kann. Aber echt, damals gab es drei Parteien, Hans. Drei Parteien gab es da und nicht 8. Nee, die NPD gab es auch schon. Es ist doch klar, dass Medien bestärken und verstärken. Aber wir machen nicht. Überschätzt nicht die Macht der Medien und unterschätzt nicht die Macht und Bedeutung des Diskurses, der in der gesellschaftlichen Kommunikation immer stattfindet. Ja, aber es ist so eine Henne-Ei-Diskussion. Kann man jetzt wirklich ganz genau feststellen? Alles, was wir über die Welt wissen, in der wir leben, wissen wir aus den Massenmedien. Woher denn sonst? Aber nicht 1:1. Na, aber woher denn sonst? Nicht 1:1. Woher weiß ich denn, dass Deutschland gerade übervölkert und entdeutscht wird? Woher weiß ich das denn? Woher wissen das denn die Leute? Sehen die das in ihrer Nachbarschaft? Sieht der Mann in Apolda, der Merkel lobt wegen ihrer Wirtschaftspolitik? Also sieht der Merkel Wirtschaftspolitik? Ich glaube nicht. Und sieht der, dass Deutschland überfremdet? Ich würde gern mal diesen Apolda-Typen an die Hand nehmen, dass wir mal einmal an einem Samstag über die Kölner Einkaufszeilen laufen. Ja? Der fällt ja in Ohnmacht, der Typ. Ja, der hat Lebenserfahrungen gemacht.
die für ihn, wir können sagen in behämmerter Weise, sich aber schlüssig zurückführen lassen auf dieses für ihn schlüssige Ursachenprinzip. So, das ist das, was passiert. Er sieht das einfach im Fernsehen und sonst nichts. Ach, das ist doch Quatsch. Okay, wir machen mal eine Exkursion nach Apolda und dann gucken wir uns mal die Gebiete an in Apolda, wo Deutschland droht, entdeutscht zu werden. Ja. Dann ziehen wir mal die Gärten durch. Ja, und dann okay, kommen wir mal zu einem richtig kontroversen Thema. Ja. Sigmar Gabriel, das war ja bisher so ein leichter Plausch. Wir müssen kurz zum Nichtwählerforum noch kommen. Hans, warst du denn zufrieden mit dem Nichtwählerforum? Und du hast ja auch die Kommentare jetzt schon gelesen. Magst du noch was sagen? Ich fand es war ja ein Versuch für uns ja auch. Wir wussten ja nicht, was uns da erwartet. Ich war im Detail in vielen Sachen nicht so richtig zufrieden. Da ist noch viel Luft nach oben in der Umsetzung, im Feintuning. Und trotzdem finde ich unterm Strich, es war gut, dass wir das gemacht haben. Und ich glaube, es gibt einen Riesenbedarf nach dieser Form von Diskurs, wo Menschen und dann eben nicht gecastet, sondern so, wie sie gerne möchten, sich mit dem, was sie sagen möchten, dahinstellen und setzen können. Und wir Politiker und andere Verantwortliche haben, die sich damit auseinandersetzen. Diesen Grundgedanken finde ich nach wie vor richtig. Und ich finde auch, dass der bei allen Längen und Schwächen, im Detail hat der für mich eigentlich ganz gut funktioniert. Und ich finde, dieser Ansatz, dieses Format hat es verdient, verstetigt zu werden, also fortgesetzt zu werden, in modifizierter Form. Aber als Grundidee finde ich es gut. Martin Schulz hat ja gestern getwittert, oh, das war aber eine tolle Wahlarena, das machen wir jetzt jeden Monat. Mit der Bedingung, wenn ich Kanzler werde. Ihr könnt ihn ja mal anfragen, lieber Martin Schulz, fühlst du dich nur wichtig, wenn du Kanzler wirst, oder kannst du dir vorstellen, als hohes SPD-Tier, das auch so jeden Monat zu machen? Genau so hab ich es mir angeboten. Mit dem jungen Naiv-Account habe ich ihm gesagt, können wir gerne machen. Wir machen einmal im Monat Martin und die Bürger. Plötzlich hat er keine Lust mehr. Na. Ja, er hat sofort geantwortet, so mit. Klasse. Ja. Dieser Wahlkampf, schlimm. Bevor wir zu Sigmar Gabriel kommen, würde ich sagen, wir gucken uns ganz kurz mal was an aus der Bundespressekonferenz letzte Woche. Ich habe es ja schon angekündigt. Es ging auch um Rammstein. Normalerweise geht es beim Thema Rammstein ja immer um den US-Drohnenkrieg. Diesmal ging es um etwas anderes. Und wir hören mal zu, was die Bundesregierung dazu weiß. Genau, meine Frage richtet sich an den Regierungssprecher, Herr Seibert. Es gibt ja Berichte der Süddeutschen heute über US-Waffenlieferungen nach Syrien. Und zwar soll das über Rammstein abgelaufen sein und das ohne Genehmigung der deutschen Regierung. Da wäre jetzt meine Frage, ist das auch Ihr Kenntnisstand und inwiefern oder wie bemüht sich die Bundesregierung hier um Aufklärung? Und wenn das denn zuträfe, was da beschrieben wird, gegen welche Rechte würde das denn verstoßen? Welche Folgen hätte das? Stefan, du weißt ja nicht, worum es geht. Weiß Herr Seibert was? Erkenntnisstand, Aufklärung. Ja, mal schauen. Ich weiß nicht, ob das Auswärtige Amt, das Wirtschaftsministerium dazu vielleicht erstmal Stellung nehmen wollen. Ich kann für Boah, das war jetzt ein richtiges. Tom, hast du deine Hausaufgaben? Ich weiß ja nicht, ob die anderen was dazu sagen wollen. Ich auf jeden Fall nicht hätte eigentlich danach sagen müssen. Ja, aber ist richtig. Erstmal gucken, ob die Kabinettsmitglieder das auf dem Zettel haben. Gab ja Hausaufgaben, ne, wa? Mich und fürs Auswärtige Amt nur sagen, eine solche Kenntnis liegt Hausaufgaben mir nicht verfehlt. Vor. Das kann ich eben so nur bestätigen. Wir haben keine Kenntnis, dass es diese Waffenlieferung an syrische Rebellen über den Standort Rammstein gegeben hat. Zusatzvorwahl. Oder ja, war akustisch nicht an. Vielleicht können Sie es nochmal ein bisschen lauter sagen. Ich habe auch keine weiteren Erkenntnisse. Wir haben keine Kenntnis, dass Waffenlieferungen an syrische Rebellen über den Standort Rammstein stattgefunden haben. Zusatz. Ja, dann würde ich gerne nachhaken. Was tun Sie denn als Bundesregierung, um jetzt diesen Vorwürfen oder diesen Verdachtsmomenten nachzugehen? Oder tun Sie gar nichts? Fragen Sie nach bei der Bundesregierung. Wie muss ich mir das vorstellen? Definieren Sie tun. Aber ja, wirklich.
Also ich kann ein paar Sätze sagen, dann können die Kollegen vielleicht noch ergänzen. Also wie gesagt, die Bundesregierung hat dafür keine Genehmigung erteilt. Wir haben keine Kenntnis, dass es erfolgt ist. Natürlich steht die Bundesregierung im ständigen Austausch mit den US-Stellen zu diesen Fragen. Und natürlich gehen wir davon aus, dass die US-Regierung das deutsche Recht und die geltenden Waffenembargos kennt. Gut, dann geht es weiter mit Herrn Leifert zu diesem Thema und dann folgt Herr Jung. Ja, Sie sagten gerade, es liegt keine Genehmigung vor. Habe ich das dann so oder muss... Auch ein klassisches Eigentor, ne? Wieso sagt ihr denn, es lag keine Genehmigung vor? Bisher wusste doch niemand, dass das genehmigungspflichtig ist. Mensch, diese Sprecher, also manchmal haben sie ihre Hausaufgaben wirklich nicht gemacht. Nee, du musst... Die Logik ist ja, weil es keine Genehmigung gibt und auch keine vorliegt, also ein Antrag vorliegt, ist auch nichts passiert, wovon die Bundesregierung nichts weiß. Ja, aber sie hätte nur sagen müssen, wir wissen davon nichts. Aber sie hat ja gesagt, wir haben dafür keine Genehmigung erteilt und Leifert greift das jetzt auf. Ich habe mich schon, als sie das gesagt hat, gefragt, wieso sagt sie das denn jetzt, dass das überhaupt genehmigungspflichtig ist, weiß doch keiner. Verstehen, wenn es solche Waffenlieferungen über den Standort Ramstein geben soll, dann müssten sie genehmigt werden. Ist das korrekt? Sind die genehmigungspflichtig? Das hängt vom konkreten Sachverhalt ab. Wie gesagt, wir haben keine Kenntnisse, dass das erfolgt. Das sind Unterstellungen oder Meldungen aus der Presse, die wir nicht bestätigen können. Propaganda. Dann gibt es eine Regelung in § 27 Kriegswaffenkontrollgesetz, was zur Anwendung kommt. Und wer will durchführen, welche Genehmigung oder ob eine Genehmigung erforderlich ist. Aber das wäre dann zu prüfen. Aber wie gesagt, keine Kenntnis, wir können das nicht bestätigen. Darf ich noch eine Nachfrage stellen? Herr Schäfer, vielleicht an Sie. Muss die US-Administration der Bundesregierung anzeigen, was sie in Ramstein macht oder welche Handlungen sie dort vornimmt? Oder darf ein Teil der Handlungen der Amerikaner in Ramstein verborgen bleiben, weil es das Recht der Amerikaner ist, dort etwas zu tun, was sie nicht anzeigen müssen? Also ich bin... Also echt jetzt hier. Ach ja, was sollen denn solche dummen Sprüche? Ich bin kein Rechtsexperte über das NATO-Truppenstatut. Versuche vielleicht mal ein Beispiel herzunehmen. Wenn eine deutsche Auslandsvertretung in den USA, in Washington zum Beispiel, agiert, dann ist es Teil der völkerrechtlichen Theorie und Praxis, dass wir uns dort an amerikanisches Recht halten. Das ist eine Pflicht, die wir haben. Das heißt aber nicht, dass wir verpflichtet wären, unseren amerikanischen Gastgebern im Detail zu sagen, was wir da tun. Es ist unser Recht, im Rahmen der geltenden Rechtsordnung Dinge zu tun, die wir für richtig halten. Und ich vermute, dass dieses Beispiel auch auf den Ort Ramstein zutrifft. Also die geltende Rechtsordnung ist jedoch, dass Waffenexporte genehmigt werden müssen, oder? Männer, das ist ganz einfach. Ihr wisst ja, die Deutschen haben eine Militärbasis in Washington, wo, und es ist ja ein offenes Geheimnis, dass wir die Mexikaner und die Venezuelaner über diese Basis mit Waffen beliefern. Ja. Und das ist dann auch völlig in Ordnung. Ja? Klar. Solange wir uns da mit den Amis verständigt haben. Und du hast es unser Feind. Warst du da? Ja, genau, warst du da? Warst du da? Ich glaube, wir müssen dich mal mitnehmen. Was soll denn ein blöder Spruch, Ich meine die Logik von Frau Baron. Natürlich gehen wir davon aus, dass die US-Regierung das deutsche Recht und die geltenden Waffenembargos kennt. So, die Deutschen, wir kennen auch die US-Gesetze und daran halten wir uns. Alles klar? Wir hören jetzt weiter. Dann geht's weiter mit Herrn Jung zu diesem Thema. Lässt sich da oben nicht so ganz genau erkennen, um welches Mikrofon es sich handelt. Aber jetzt habe ich es geschafft. Warum, wann gab es zuletzt einen Genehmigungsantrag von US-Seite zwecks Waffenlieferungen, Waffenexporte, Importe aus Ramstein nach Ramstein? Das kann ich Ihnen so nicht beantworten. Wir haben das geprüft und Daten seit 2010 zugrunde gelegt. Und auf Grundlage dieser Auswertung können wir mitteilen, dass in diesem Zeitraum keine Genehmigung für Durchführung von Kriegswaffen erteilt worden. Sie sagten ja, dass es darauf ankommt, wann es genehmigungspflichtig ist, wann die Amerikaner es genehmigen, also einen Antrag stellen müssen. Können Sie uns mal sagen, in welchen Fällen Sie das nicht tun müssen? Das führt jetzt zu tiefen Details des Kriegswaffenkontrollgesetzes. Das § 27 ist nachlesbar. Es kommt eben darauf an, handelt es sich um private oder militärische Ausfuhren, aber das ist dort nachlesbar und dann gibt es da auch Regelungen im NATO-Truppenstatut, da müssten dann die Kollegen ergänzen.
Können Sie vielleicht mal nachreichen? Na, das ist doch im Gesetz nachlesbar. Oder was wollen Sie jetzt nachgereicht haben? Gesetz? Ha? Wollen Sie ein Gesetz nachgereicht haben? Interpretation der Gesetze, weil die Bundesregierung interpretiert ja gerne. Nee, wir wenden Gesetze an. Diese sind nachlesbar. Paragraph 27 Kriegswaffenkontrollgesetz ist nachlesbar. Dann findet sich auch auf der BAFA-Seite dazu ein Merkblatt, was auch öffentlich abrufbar ist. Das habe ich jetzt alles nicht auswendig im Kopf, aber es ist nachlesbar und abrufbar. Nur eine Frage, bitte. Herr Schäfer. Es gab ja schon serbische Zeitungen, die Ende 2015 über Waffenlieferungen, also osteuropäische Waffenlieferungen nach Syrien, über Rammstein des US-Militärs berichtet haben. Ist die Bundesregierung diesen Berichten nicht nachgegangen? Das weiß ich nicht. Ich kannte diese Berichterstattung nicht. Ich habe das heute auch in der Süddeutschen gelesen. Was wird die Bundesregierung jetzt denn tun, da es diese Berichte ja jetzt gibt und Sie jetzt davon wissen? Ich glaube, dazu hat Frau Baron alles Notwendige gesagt. Glaube ich nicht. Ich schon. Herr Schäfer macht den Gauland. Gibt es weitere Fragen zu Rammstein, Herr Leifert? Ja, nur der Vollständigkeit halber, Herr Hennies, sind eigentlich Bundeswehrsoldaten in Rammstein stationiert als Verbindungsoffiziere, Kommunikationsoffiziere, die Kenntnis haben und dort sozusagen Anbindung an die US-Soldaten? Die Kenntnis haben von den geschilderten Vorgängen hier. Naja, erstmal, ob es überhaupt welche dort gibt und dann zweitens, ob die dann davon Kenntnis hätten. Also das müsste ich nachreichen hinsichtlich einer Stationierung von deutschen Soldaten dort. Aber ich gehe, also gleich zu sagen, ich gehe davon aus, dass da deutsche Soldaten sind und dann insgesamt kann ich Ihnen sagen, dass der Vorgang uns auch nicht bekannt ist. Gut, wenn Sie was nachreichen, nehmen wir es gerne und verteilen es an die Kollegen. Herr Jung nochmal. Also das war jetzt eins wieder. Herr Schäfer, apropos Rammstein, die Bundesregierung hat ja immer noch offene Fragen in Sachen US-Drohnenkrieg. Wurden die mittlerweile beantwortet? Es gibt keinen neuen Stand, Herr Jung. Wann rechnen Sie mit den Antworten der US-Regierung? Ich kann die in Zukunft nicht vorhersagen und deshalb möchte ich auch nicht spekulieren. Das war's. Herr Hennies, arbeiten im Verteidigungsministerium Menschen? Muss ich leider nachreichen. Das ist doch... Ist ja nicht ganz ein Bild, aber es selber ein Mensch ist. Das ist, glaube ich, öffentlich bereits bekannt. Also. Naja. Das war jetzt also auf der Zeitlinie vor dem Interview mit dem Außenminister, ne? Genau. Ja. Ja. Also ich meine, ihr könnt euch jetzt den Mund zerreißen, ihr habt völlig recht. Es war nicht gut, was ich da geleistet habe. Das war schlecht für unser Land. Ich habe mir blutige Nasen geholt. Ich bin wie ein Boxer mehrfach K.O. gegangen. Ich kann mir quasi meine Glocke selber basteln, ne? Shame! Das ist doch nicht wahr, was du erzählst. Shame! Ja, das willst du nicht hören. Shame! Also, echt. Darf ich da mal einen Einwurf machen? Mehrfach K.O. geht erstens nicht. Man kann immer nur einmal K.O. gehen. Und wenn das passiert, ist der Kampf vorbei. Du warst mehrfach am Boden. Ah. Du warst ein paar Mal angezählt. Du bist nicht K.O. gegangen. Ist ein wichtiger Unterschied. Ich möchte da anschließen, weil ich verstehe auch nicht, wie kommt ein Thilo auf die Idee, irgendwas zu Libyen zu fragen, ohne jemals da gewesen zu sein. Ist doch völlig klar, dass die Bundesregierung dann eine gewisse Wissenshoheit hat, die sie natürlich über ihren Bulldozer ausspielt. Wundert mich nicht. Aber er hat dir Pressereisen angeboten mit ihm nach Afrika. Das ist doch schon mal... Ja. Ich hab jetzt auch einen super Sound, also sobald sich Stefan Schulz nur noch ein einziges Mal über irgendeine Situation in Afrika aufregt, kommt der hier. Bist du ein einziges Mal in Mali in einem Flüchtlingslager gewesen, in Somalia, bist du dort gewesen, hast du dir angeguckt und hast du mit Menschen gesprochen? Na, Herr Schulz? Hä? Nee, da bin ich leider disqualifiziert. Ich werde nie wieder was zu Mali sagen. Ich freue mich aber, dass die deutsche Freiheit auch am Mali-Hindukusch verteidigt wird. Oder Malikusch. Wie der Berg da heißt, Malikusch. Ja. Soweit ich weiß, ist Hans hier in diesem Podcast, um uns nochmal zu sagen, also solange die Bundesregierung nicht sagt, ja, wir machen ein Drohnen-Holocaust über Rammstein, gibt es das nicht. Finde ich natürlich ein gutes Argument. Ich weiß noch nicht genau, wie waren nochmal die Einzelpunkte des Arguments?
Das ist eine Halbwahrheit, wenn du mir das unterstellst. Das ist eine Halbwahrheit. Eine bestenfalls Halbwahrheit. Da würde Sigmar Gabriel zu Hans Jessen, nee, zu Stefan Schulz sagen. Ich habe mit dir mehrfach die Erfahrung gemacht, dass du mit Halbwahrheiten argumentierst. Absolut. Und du musst dir jetzt hier keinen kleinen Jungen holen. Mit dem kannst du das machen. Ja. Also, ja, das kennen wir von der Bundesregierung gar nicht. Ja. Was ich. Da Thilo gesagt hat, wir können ja noch mal drüber reden, mache ich gerne. Man kann über dieses Interview, wenn man drüber redet, muss man über vier verschiedene Ebenen reden. Können wir gerne nacheinander machen. Ja, es sind vier. Ebenen. Ich schmeiße alle Clips aus diesem Podcast raus und meine Interpretation von der Juncker-Rede, weil wir müssen jetzt noch mal klären, findet jetzt in Rammstein Drohnenkrieg statt oder nicht? Ja. Ist natürlich eine sehr wichtige Frage. Ich dachte, wir hätten die schon entschieden. Ich dachte, es gibt in der deutschen Geschichte so ein paar Sachen, die sind einfach gesetzt. Aber Gauland sagt, er ist stolz auf Hitler. Stefan, und Hans Jessen sagt uns jetzt, am Stand findet nichts Verdächtiges statt. Stefan, die Frage ist, was ist jetzt, Herr Soziologe, Herr Strukturalist, Herr Systemtheoretiker, die Frage ist, was ist das Thema unseres Gespräches jetzt? Ist es die Frage, was findet in Rammstein statt, oder ist das Thema, was hat in diesem Interview stattgefunden und wie bewertet er das? Wenn es das Zweite ist, also dieses Interview, seine beides, Analyse... Beides gehört seine, zusammen, Hans. Beides ja, gehört ja. Aber ja, hauptsächlich, dann sind es hauptsächlich geht es um das Interview und dann können wir ganz am Ende nochmal klären, ob das sachlich richtig war. Ja, bei dem Interview, ich sag mal, welche vier Ebenen ich da sehe. Das eine ist, was wurde da an Fakten, an Aussagen in diesem Interview verhandelt? Das zweite ist, Fakten können stören, ich weiß. Keep your fact. I have mine. Die zweite Ebene ist, was hat in diesem Interview rollentechnisch zwischen Gabriel und Thilo stattgefunden, also zwischen Journalist und Interviewtem. Das dritte ist, wer ist sozusagen in einer Punktebewertung aus dieser Mischung, aus Rollenspiel und Faktenaustausch hervorgegangen, wie ist das zu bewerten? Und die vierte Ebene ist, und das ist die Meta-Ebene, wie wurde, und das finde ich auch extrem spannend, dieses Interview dann anschließend von denen, die es gesehen haben, kommentiert, analysiert, bewertet. Also das, was über tausende von Posts in den Kommentarspalten stattgefunden hat. Das wären vier Ebenen, die ich sehe. Und jetzt kannst du sagen, wo ich anfangen soll. Ich darf jetzt wählen, oder was? Nee, Hans, lass uns ganz kurz bei Rammstein bleiben. Stefan, magst du kurz die Stelle vorspielen, die ich auf die Schnelle nicht zur Hand hatte? Ja, irgend so ein Loser hat es ja bei YouTube auch nochmal kommentiert. Es gab ja Darstellungen von Politik im Bundestag damals, natürlich nicht zur offiziellen Zeit, sondern irgendwann fand eine kleine Aussprache statt. Da war Herr Michael Roth vom Außenamt da und er hat dieses hier zu Protokoll gegeben. Da ist ein kleiner Schnitt drinne, wird wahrscheinlich gleich Riesenkontroverse, weil da fehlt ja dann irgendwas inhaltlich, aber egal, ein kleiner Schnitt ist drinne, ansonsten hat er das hier gesagt. Die US-Seite hat in dem damals stattgefundenen Gespräch abermals bestätigt, dass unbemannte Luftfahrzeuge von Rammstein aus weder gestartet noch gesteuert würden. Okay. Einsätze unbemannter Luftfahrzeuge würden von verschiedenen Standorten aus geflogen, unter Nutzung diverser Fernmelderelaisschaltungen, von denen einige auch in Rammstein laufen würden. Und außerdem teilte sie mit, dass im Jahr 2015 in Rammstein eine Vorrichtung zur Verbesserung der bereits zuvor vorhandenen Fernmeldeausstattung fertiggestellt worden sei. Und sie hat uns darüber informiert, dass Rammstein eine Reihe weiterer Aufgaben unterstütze, darunter die Planung, Überwachung, Auswertung von zugewiesenen Luftoperationen. Also, Michael Roth, reiß dich mal zusammen hier. Halbwahrheiten, Propaganda verbreitest. Ja. Um es kurz zu sagen, er hat über AVEX gesprochen. In Rammstein ist keine Relaisstation und die wird auch nicht genutzt und sie ist auch nicht dafür ausgebaut worden, um den Drohnenkrieg
also dort zugewiesene Luftoperationen des Drohnenkriegs zu unterstützen. Das habe ich jetzt rausgehört. Hans, habe ich mich da verhört? Nein. Oder? Das weiß ich nicht. Der Punkt ist, und nur darauf lege ich Wert, Thilo steckt, und das hat Gabriel sehr gut gewusst und gnadenlos ausgenutzt und wird es auch in einem weiteren Gespräch, von dem ich überzeugt bin, dass es das geben wird, weil Gabriel sich da sehr festgelegt hat. Ob er das dann noch als Außenminister führt, weiß ich nicht, aber Sigmar Gabriel wird auf jeden Fall ein weiteres Gespräch machen. So, er wird immer sagen können, lieber Thilo Jung, du hast hier gesagt, die Bundesregierung habe zugegeben, dass über Rammstein Drohneneinsätze geplant, überwacht, ausgewertet werden. Und exakt das findet sich im Wortlaut von Roth nicht. Es findet das entscheidende Wort, und da ist dann Gabriel, und das wird er machen können, wie ein Jurist, wie ein Formaljurist, wird er sagen, zeig mir das Wort, zeig mir den Satz, und deswegen hat er so auf dem Code bestanden, zeig mir den Satz, wo wir, so wie du uns unterstellt hast, zugegeben haben, dass von Rammstein aus Drohneneinsätze geplant, überwacht, ausgewertet werden. Diesen Satz findest du da nicht. Und deswegen wird er sagen, du hast mit den Worten Drohneneinsatz geplant, überwacht, Rammstein hat Bundesregierung zugesehen. Dieser Satz ist objektiv falsch, wie du ihn gesagt hast, und deswegen ist das eine Halbwahrheit. Aus der Falle kommt man nicht raus. Ich habe schon wieder die falsche Terminologie benutzt. Ich hatte Einsätze von unbemannten Flugzeugen sagen sollen. Weiß man, auch das hat er nicht gesagt. Nee, Entschuldigung, das ist Infight. Das ist politischer Infight. Das ist Juristensprech. Aber wenn man sich auf so eine Debatte einlässt, dann muss man mit diesen Kriterien auch umgehen können. Gabriel wird immer sagen können, Thilo Jung hat behauptet, wir hätten im Bundestag erklärt, über Rammstein würden Drohneneinsätze geplant, überwacht, ausgewertet. Dieser Satz ist objektiv falsch. Und da hat er recht. Dieser Satz ist so nicht gefallen. Also diesen Satz hat die Bundesregierung so nicht gesagt. Das ist so. Ich weiß, dass du das ernst meinst, was du gerade sagst, aber es gibt da für mich nichts weiter zu sagen. So. Null. Kein Gegenargument, nichts. Also wirklich. Ja, aber Stefan, aber dann stell dir vor, Sigmar Gabriel steht jetzt vor dir, hebt den Thilo-Satz hoch mit dem Wortlaut und sagt, wo findest du diesen Wortlaut in der Erklärung von Roth? Du findest ihn nicht. Ich finde ihn. Das Zitat jetzt nicht tausendmal vorlesen, aber so wie ich es bei YouTube da reingeschrieben habe, das ist für mich der Beleg dafür. Nein, ich verstehe jetzt die Diskussion gerade nicht. Also er hat doch bestätigt, dass außer Steuerung und Staat alles überrannt werden. Nein. Doch. Doch. Wo hat er das denn nicht bestätigt? Du müsstest doch jetzt hier den Wortlaut. Er muss jetzt wirklich nochmal. Ich lese es nochmal vor. Hans, wir müssen nochmal die Grundlage legen. Ja, ja. Sehr gerne. Also. Fakten, Geschmackssache. Nee. Also, Roth sagt: Einsätze unbemannter Luftfahrzeuge. Können wir uns darauf einigen, dass das jetzt Drohnen sind oder ist das jetzt irgendwas anderes? Ja. Das sind Drohnen, okay. Ja, ja. Also Einsätze von Drohnen würden von verschiedenen Standorten aus geflogen. Können wir uns bei Fliegen darum einigen, dass das gemeint über fremde Gebiete in der Luft? Ja. Okay. Ja. Unter Nutzung mehrerer Fernmelde-Relais-Schaltungen, von denen einige auch in Rammstein laufen würden. Also läuft jetzt in Rammstein eine Fernmelde-Relais-Station oder nicht? Ja. Okay, ist auch eine. Okay. Also in Rammstein gibt es eine Fernmelde-Relais-Station für Drohnen. Ja. Das sagt der erste Satz, ja? Okay, dann jetzt weiter. Und außerdem teilte die Regierung Amerikas mit, dass im Jahr 2015 in Rammstein eine Vorrichtung der bereits zuvor vorhandenen Fernmeldeausstattung fertiggestellt worden sei. Eine kurze Nachfrage, das heißt jetzt, die Relaisstation, die in Rammstein für den Drohneneinsatz genutzt wird, wurde bis 2015 genutzt und danach nochmal ausgebaut.
Das hat er exakt nicht gesagt. Warum? Weil also, er, nein, weil das verstehe er ich jetzt nicht. Weil er es, weil er hat gesagt, erstens, die Amerikaner haben bestätigt, Rammstein ist Relaisstation. So, ja. Was bedeutet Relaisstation? Da wird er immer sagen können, Relaisstation ist ein technischer Vorgang. Hier wurde ein Signal, was über Glasfaser zwischen USA und Europa, Deutschland hin und her ging, wurde über einen Satelliten gegeben. Technische Funktion, technisches Relais. Ja, aber jetzt nochmal kurz. Aber Thilo auch jetzt noch mal kurz. Thilo hat doch null behauptet, dass geflogen oder gesteuert wird in Rammstein, sondern er ist eben nur über die Beteiligung Deutschlands, ja. Weil hier die Planung, Überwachung und Auswertung möglich ist. Nein, also der Punkt ist, eine Relaisstation im technischen Sinne bedeutet die Weiterleitung eines Signals. Ja, ja. Moment, eine Planung, eine Überwachung, eine Steuerung ist etwas substanziell komplett anderes. Okay, wir müssen nochmal von vorne anfangen. Hans, wir müssen nochmal von vorne. Also, Einsätze. Warte mal, lass mich mal. Wenn der Roth anfängt vorzulesen, mit was nicht gemacht wird, dann muss ich eigentlich gar nicht weiterlesen, weil einfach der Rest heißt, dass das, also wir können ihn nur bestätigen, dass wir das hier nicht machen. Alle anderen Sachen werden überall auf der Welt, nein. Vielleicht manchmal nein. Auch am Rammstein oder so. Nein. Das Konstrukt von Roth, und das war einfach teuflisch geschickt, und das wird man immer dann merken, wenn man sich auf der Basis des ausgedruckten Textes dann mal vor uns haben. Ich interpretiere den aber so. Ja, das ist exakt der Punkt. Also ich lese nochmal. Eine Interpretation, nicht der Wortlaut. Dann will ich aber von Hans jetzt noch wissen, wie hättest du die Frage gestellt, sodass... Wie hättest du Thilos Frage wasserdicht gestellt, quasi im politischen Infight, den du schon länger machst, und deswegen, du hast ja zu einem bestimmten Punkt auch recht. Das Problem war ja nur, wie Gabriel darauf reagiert hat. Ne? Er hätte ja ganz ruhig bleiben können und hat gesagt, ja, na genau so hat er das aber nicht gesagt, sondern er hat das so und so gesagt. Aber stattdessen hat Gabriel die Chance genutzt, die alle Politiker naiv nutzen, sich von der menschlichen Seite zu zeigen und einfach komplett auszurasten. Also, der Thilos Fehler, jetzt einfach handwerklich gesprochen, war, dass er ein Wort benutzt hat, was in der Erklärung von Roth so nicht vorkam. Eine Wortkonstruktion. Ja. Welches denn? Du hast nochmal dass Drohneneinsätze von Rammstein aus geplant, überwacht, gesteuert würden. Das war dann Wording. Nein, eben nicht. Das Wort Drohneneinsätze in der grammatikalischen Zusammenhang mit Planung, Steuerung findest du in dem Text nicht. Also wir haben ja die Grammatik vor uns. Ich habe den Punkt verstanden. Das ist ein Text, den kann man... Was mich interessiert gerade ist, wie hättest du die Frage gestellt, ohne dass Gabriel hätte rauskommen müssen können? Erstens hätte das Wort als Behauptung mit dem Wort Drohneneinsätze nicht vorkommen dürfen. Moment! Ja, möchtest du jetzt hören, soll ich auf Teile antworten oder nicht? Lass ihn ein. Erstmal, ja, gut. So, also nicht zu sagen, es war ein Fehler zu sagen, die Bundesregierung hat das zugegeben, weil mit diesen Worten hat sie es nicht zugegeben. Wenn man jetzt aber davon ausgeht, jetzt gehe ich mal in die Klammer, wenn man davon ausgeht, dass tatsächlich, was ich vermute, in Rammstein so etwas sehr wohl stattfindet, ja, dass in Rammstein sehr wohl nicht nur technische Signale weitergeleitet werden, sondern dass da eine größere Zahl von Menschen sitzt, auf Computer guckt, die Drohnenkamerabilder sieht, eine Auswertung macht, die in die USA weitergibt und so. Das ist ein viel höheres Ausmaß an realer Beteiligung an dem Prozess. So, davon gehe ich jetzt mal aus, dass das stattfindet. Und es gibt ja mindestens Berichte, zum Beispiel den Panorama-Bericht, der aufschlüsselt, dass eine von diesen, ich glaube, fünf US-amerikanischen Ground Stations überall auf der Welt, nämlich Nummer 4, sitzt genau in Rammstein. Dafür gibt es nicht nur Indizien, sondern Beweise. Dazu gibt es Aussagen. Ja, so, da hätte man, der wäre der Ansatzpunkt gewesen, zu sagen, lieber Herr Gabriel, das, was Herr Roth gesagt hat, das ist nämlich
für weitere zugewiesene Luftoperationen, Moment, für weitere zugewiesene Luftoperationen, dass die von DART gemacht werden. Was können diese Luftoperationen sein? Diese Luftoperationen sind nach Berichten, haben dann sehr wohl etwas zu tun mit der Auswertung von Drohnenbildern. Wir haben den ehemaligen nicht Drohnenpiloten, sondern Sensor Operator, der gesagt hat, er sei immer mit Rammstein verbunden gewesen. Das sei da ausgewertet worden. Das ist ein wichtiger Zeuge. Es gibt Dokumente von als Menschen für einen Einsatzort in Deutschland, der nur Rammstein gewesen sein kann, angeworben worden. Darf also, ich dich bremsen, wir haben Hans? Sozusagen eine sehr enge Indizienkette, die sagen, in der logischen Umsetzung bedeutet der Satz von Roth, dass es sich eben doch um Drohnensteuerung oder Überwachung, Planung gehandelt hat. Und wenn Sie, lieber Herr Gabriel, Veto. Jetzt behaupten, ja, ach so, ja gut. Veto. Hey, Männer. Order. Nein. Far too much noise on both sides of the chamber, I say in all candor and friendliness. Nö, finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen fies, wie Hans das macht, weil wir sind hier im Aufwachen-Podcast, dass es journalistische Beweise gibt und nicht nur Indizien, sondern Beweise, was in Rammstein passiert. Das ist klar, das haben wir hier alles geguckt. Da könnten wir Stunden und Stunden mit füllen. Aber, gegenüber von Gabriel muss man darauf hinweisen, ohne weitere Unterstützung aus allen Kinofilmen hier, Reportage da, der Herr Roth hat es unmissverständlich im Bundestag gesagt. Nein. Und ganz eng dabei bleiben, weil er es das, unmissverständlich gesagt nein, hat. Nein, das findest du ich finde unmissverständlich. Das da. Dann sagt mir lesen das Wort. Jetzt. Wir lesen das jetzt. Ja, also das finde ich unglaublich, Planung, Hans. Wir lesen Planung das jetzt. Planung, Überwachung, Auswertung, Drohne, Rammstein. Einsätze ja. Unbemannter Luftfahrzeuge. Ich lese das jetzt vor. Stopp. Wir haben uns hier schon auf eine Basis geeinigt, nämlich Einsätze von Drohnen würden von verschiedenen Standorten ja, Relaisstationen oder nicht in. Nein, von verschiedenen Standorten gemacht, von denen Rammstein keiner ist. Hans, wir hatten uns eben schon darauf geeinigt. Ich lese den Satz nochmal vor. Ja. Einsätze unbemannter Luftfahrzeuge würden von verschiedenen Standorten aus geflogen, unter Nutzung mehrerer Fernmelderelaisschaltungen, von denen einige auch in Rammstein laufen würden. Wir hatten uns vor 10 Minuten schon darauf geeinigt, dass das heißt... Rammstein ist also nicht Einsatzort, sondern technischer Relaisort. Ja, das was da nicht anderes gesagt. Haben wir doch kein, auch nie behauptet. Genau, wir haben nie keiner behauptet, sagt was anderes. Wir haben, hier wurde nie behauptet, dass in Rammstein Drohnen geflogen werden, nee, sondern dass Rammstein eine wichtige Rolle im amerikanischen... Ja. Krieg spielt. Wichtige Rolle im Sinne von technischer Relaisstation, ohne die es nicht geht. Ja, das ist wie, es gibt kein Handytelefonat, wenn da nicht ein Funkmast ist, der als technische Relaisstation... Und wenn du gegen Mobilfunk bist, dann lässt du auf deinem Grundstück kein Mast zu, richtig? Ja, das der große Unterschied... Das ist doch die eigentliche Frage, also über die technischen Details, ob da nur geleitet oder auch Nein. Irgendwas wird? Nein. Also wir können nicht alles beweisen, was es ist. Aber selbst die kleinste, minimalste Rolle, die für dich eben nur vergleichbar mit einem Sendemast von einem Mobilfunknetz ist, wenn ich gegen Mobilfunknetze bin, so wie wir gegen Drohnenkriege sind, dann bin ich doch automatisch gegen diesen Sendemast, oder? Und dann muss der Besitz, derjenige, der das Grundstück besitzt, auf dem dieser Sendemast steht, und ich sage, bist du auch gegen Drohnenkrieg? Gehst du auch gegen Mobilfunk? Er sagt, ja, ich bin auch gegen Mobilfunk. Und dann kann ich ihn noch fragen, aber warum lässt du dann hier diesen Mobilfunkmast stehen? Ja? Das ist doch eine berechtigte Frage, oder? Das ist eine berechtigte Frage. Das ist aber ein anderer Vorwurf, weil es ist, jetzt war ich bei dem Beispiel mit dem Mobilfunkmast, es ist ein Unterschied, ob da ein technisches, ein Mast steht, der als sozusagen stumpfe Technik funktioniert, wo ich sagen kann, wenn wir nicht wollen, dass diese Technik benutzt wird, dann bauen wir den Mast da nicht. Oder ob da noch einer drin sitzt, der sozusagen als Mensch in diesem... Doch! Nein. Das wird gesagt. Wir behaupten dass in Rammstein irgendwas gesteuert oder gestartet wird. Das haben wir niemals gesagt. Entschuldigung. Wurde hier nie die Begriffe. Doch, das steckt doch drin, wenn man sagt, nee. Planung. Nee, wir brechen das ab. Das ist Planung, völlig auf dem falschen Trip. Ich weiß nicht genau, Hans. Das Planung, ist doch Überwachung. Wo soll das denn hinführen jetzt? Okay, nee, Hans, wo soll das hinführen? Niemand sagt das.
Das ist doch mal Strohpuppen-Argumentation. Wir machen mal einen Schritt weiter. Agree to disagree hier bei der Auslegung. Ja, wir sind mit Gabriel jetzt fertig. Also wenn wir uns auf der Ebene nicht einigen können, ja, dann brauchen wir überhaupt nicht über Politik zu reden, wirklich. Da steht ein Staatssekretär im Amt, ja, im Bundestag. Und sagt nicht den Satz, von dem ihr behauptet, er hätte ihn gesagt. So einfach ist das. Hans, benutzt du nur die Wörter, die die Bundesregierung für angemessen hält, wenn du mit der Bundesregierung sprichst? Ist doch jetzt auch egal. Also dieser Satz ist, dieses Video und dieser Satz ist für alle einsehbar. Da kann sich ja jetzt jeder Zuhörer eine Meinung... Ich lese es nochmal vor. Zum Abschluss lese ich es nochmal vor. Das ist auch nur nachtreten. Wir können ja mal eine Stufe weitergehen. Und wir können ja mal darüber reden, ob das von Gabriel angemessen war, so zu reagieren, wenn er der Meinung war, dass dort was gesagt wurde, was er so nicht sagen würde. Oder was er nicht so sieht. War das dann von Gabriel okay, in dem Moment irgendwie so zu reagieren? Warum? Und Hans? Oder war Hans, das schlau? War das schlau? Das ist die andere Frage. Okay, fand, dass es nicht okay ist, ist ja was Subjektives. Es gab ja objektiv was schlau. Ich muss da zugeben, es gab ja diese Stelle, wo er dann gesagt hat, ja, zeig doch mal, hier Titten auf dem Tisch. Und da war ich natürlich erstmal in einem Rollenkonflikt. Ich musste erstmal überlegen, hole ich das jetzt raus oder lasse ich es? Ja? Also spielt er jetzt mit mir oder meint er es ernst? Das hat erstmal 30 Sekunden gedauert und dann wollte ich es raussuchen. Ich hätte 20 Sekunden gebraucht, um diesen Clip rauszusuchen und dann wollte er plötzlich nicht mehr. Hans, wie erklärst du dir das? Weil er hat ein überspezifisches Dementi gegeben. Er hat gesagt, garantiert passiert das nicht. Er hat gesagt, weder dulden wir das, noch unterstützen wir das, dass Leute durch Drohnen getötet werden. Wo war denn sein Problem, dass ich das vortrage? Dieser Satz, weder dulden wir das, noch unterstützen. Vor allem dieses weder dulden wir das. Da hat Gabriel sich selber eine Grube gegraben, aus der er nicht wieder rauskommen wird. Ja, das ist sozusagen, das weiß ich gar nicht, ob ihm das inzwischen klar ist, weil selbstverständlich ist es eine Duldung. Ja, es ist eine Duldung. Was wird denn geduldet, Hans? Wenn ich, bitte? Was wird denn geduldet, in deinen Worten? Es wird geduldet, dass der Prozess dieser Tötung über die vermittels des Drohneneinsatzes... Was heißt Prozess? Über die... Das weißt du als Soziologe ganz genau, was ein Prozess ist. Was heißt denn Prozess? Was für einen Prozess dulden wir denn? Ich gebe dir mal 5 Worte vor. Starten, fliegen, planen, überwachen, auswerten. Was ist davon Prozess und was nicht? Der Prozess ist, dass die technischen Signale... Also mindestens das ist sozusagen von allen Seiten zugegeben worden, dass die technischen Signale, die zur Steuerung dieser Drohnen, zur Steuerung der Drohnen und auch zum Abwerfen oder Abfeuern von Granaten und Bomben, dass der über die technische Infrastruktur auf deutschem Boden läuft. Um die technische Infrastruktur zu betreiben, muss man dann planen, überwachen und auswerten oder reicht das einfach nur einschalten? Planen, überwachen, auswerten im technischen Sinne ist etwas komplett anderes als das, was Roth tatsächlich zugegeben hat und worüber wir dann auch reden müssen. Es ist ein Unterschied, ob ein Techniker vor einem Oszillographen oder so weiter sitzt. Ja, aber aus deiner Sicht sitzt ja dann in Rammstein einfach nur ein Techniker, ein Telekom-Techniker, der die Kabel richtig zusammenhält. Läuft das jetzt schon unter wir dulden einen Prozess oder nicht? Ja, Moment mal. Ich gehe davon aus, dass in Rammstein tatsächlich nicht einfach nur ein Techniker sitzt, der die technische Relaisstation, sondern ich gehe davon aus, dass da Menschen sitzen und auch das hat Roth ja gesagt, die weitere zugewiesene Luftoperationen kontrollieren, überwachen, auswerten. Also hat Roth das doch gesagt? Nein! So wie er es gesagt hat, wird man immer sagen können, das sind zum Beispiel Airbags-Einsätze. Also das ist wirklich sehr witzig. Ja, Formulierung war immer so, dass die Formulierung war so, Das Stefan. Thema des Tages im Bundestag, er antwortet auf eine Frage, ist Drohnen. André Hunko stand da und hat zum Thema Drohnen gefragt. Und dann soll, weil in diesem Satz, sondern nur im Satz vorher von unbemannter Luftfahrzeugen gesprochen wurde, weil da noch ein Punkt dazwischen ist, sagst du, darunter fallen dann plötzlich AWACS-Flugzeuge. Es ging ja um Drohnen. Das ist,
Entschuldige. In diesem Satz von Roth taucht der Begriff weitere auf. Weitere ist, jetzt spricht der Germanist, weitere bedeutet zusätzliche. Es ist also nicht identisch mit dem, was schon gesagt worden ist. Ja? So, das heißt, wir haben hier in einem umgangssprachlichen, wir haben hier ein Unternehmen, das verkauft Flugzeuge. Weitere Geschäftszweige sind der Verkauf von Pkw. Weitere bedeutet etwas, ja, sprachlich. Darf ich jetzt mal dazu was sagen? Hans, das ist genau, guck mal, am Anfang sagt er Relaisstation. Da kannst du sagen, das ist ja nur Technik. Dann sagt er weitere Aufgaben, nämlich nicht nur technische, sondern auch Planung, Überwachung, Auswertung zugewiesener Luftoperationen. Dann sagst du, nee, das ist jetzt nicht mit weiter, ist nicht gemeint, neben technischen auch inhaltliche militärische Arbeit, sondern da sind jetzt plötzlich AVEX-Maschinen gemeint. Das ist doch der Trick bei Roth. Er hat es so formuliert. Er hat es so formuliert, dass es nicht eindeutig ist, dass das, was er, und er zitiert ja die Amerikaner, und es ist ja sozusagen summarisch, er sagt ja, wir haben im Grunde drei verschiedene Informationen von den Amerikanern gekriegt. Das eine, jawohl, Rammstein dient als Relaisstation für Einsätze, die von anderen Standorten geflogen werden. Zweitens haben sie uns informiert, dass sie da eine fernmeldetechnische Ausstattung, die es schon vorher gegeben hat, umgebaut haben. Und drittens werden von dort aus weitere spezifische Luftoperationen gescheit. Wir drehen uns doch hier jetzt die ganze Zeit nur im Kreis über diese Auslegung von dem, was Herr Roth dort gesagt hat. Und genau um diese Auslegung, was Herr Roth dort gesagt hat, das war doch genau das Thema des Interviews. Und da hätte doch und jetzt Thilo, da hätte und doch der jetzt Punkt Herr Gabriel ist, hätte doch so wie du quasi sagen können, ja, hier, bla bla bla, ne? Und hätte dann so ganz suffisant von der juristischen Auslegung, das würde ich anders interpretieren. Ja, aber stattdessen geht er da voll auf die emotionale Ebene, fängt an, natürlich, den Lager zu diskreditieren und wendet ganz simple Propagandatechniken an mit wir, die. Gut. Das geht natürlich. Also, können wir jetzt mal aufhören, über diesen Roth zu reden? Können wir mal anfangen, über Gabriel zu reden? Weil das ist der eigentliche Skandal, weswegen ich heute auch mal früher aufgestanden bin, um mit euch aufzuwachen. Ja. Gut, pass auf, wir halten fest, alles, was Stefan Schulze gesagt hat. Ne? Das ist doch nicht wahr, was du erzählst. Ich finde das schlimm, was du für eine Propaganda verbreitest. Alles klar, und jetzt können wir über das Gabriel-Interview an sich reden. Bitte peitscht mich aus, ich möchte es genießen. Nee, also ich war ja da, deswegen nehme ich mir jetzt mal das Recht raus, als erstes was zu sagen. Also ich stand da ja an der Seite und habe das mitgekriegt und ich bin ein emotionaler Typ, mir tut sowas weh. Ja? Also ich muss dann immer fast rausrennen aus dem Raum, muss aber da bleiben, weil ich gucken muss, ob die Kamera noch läuft. Ah, du bist nur für Technik zuständig, ist ganz wichtig. Ja, genau. Ne? Du planst nicht, du überwachst nicht, du ausrennst. Genau. Ja. Also echt. Und dann ist Gabriel hochgegangen wie so eine Bombe und dann Chapeau an Thilo erstmal, dass du am Ground Zero keinen Panikanfall bekommen hast. Ja? Also Das wusstest zwar nicht genau, was du mit der Situation anfangen sollst, aber du bist zumindest nicht in Panik geraten. Das fand ich gut. No. Und dann habe ich dieses Gespräch, kann man auch auf drei Ebenen dann sehen. Vier. Das, die vierte der Zuschauer ist mir egal. Das Gespräch selbst hat drei Ebenen, meiner Meinung nach. Einmal die emotionale Ebene, auf der Gabriel gewonnen hat. Ja? Also wenn ich jetzt irgendwie keine Ahnung habe, worum es geht, und nicht empathisch bin oder so, sondern einfach nur so zugucke, dann kann man das Gefühl gewinnen, dass Gabriel gewonnen hat. Ich sag hier extra gewonnen, ja, weil also eigentlich soll man ein Gespräch ja nicht gewinnen. Zeit für ein Duell. Genau. Moment. Zeit für ein Duell. Genau, also man kann den Eindruck gewinnen, dass er gewonnen hat, weil er nämlich die Gesprächsführung übernommen hat und weil er seine Bedingungen durchgeboxt hat. Ja? Also Beweisführung nicht akzeptiert und sowas. Dann ist allerdings die Frage, will man gegen so einen naiven Reporter überhaupt gewinnen? Also war Gabriel überhaupt vorbereitet auf dieses Format, was mir nämlich überhaupt nicht so vorkam? Sondern mir kam das so vor, als wenn er irgendwie, ja okay, das ist jetzt wie in der BPK, ich werde jetzt hier frontal angegriffen und muss irgendwie sofort zurückschleudern. Aber das Ganze ist nicht nach zwei Minuten vorbei, sondern das Elend setzt sich dann noch eine Dreiviertelstunde fort. Ja?
Also ich glaube, das ist sehr wahrscheinlich, dass er da nicht wirklich irgendwie vorbereitet war, weil er hat von Anfang an Referenzen zur BPK gebracht. Ja, null vorbereitet. Genau, und vorm Gespräch war es auch vorm Gespräch, war nicht im Interview zu sehen. Wir reden ja vorher immer darüber, dass gleich geduzt wird. Und das wusste er nicht, da war er sehr überrascht. Also auch ein Indiz, er hat es dann zwar gemacht. Und er hat erst Nein gesagt. Das war, ja, musste nur überreden. Er hat dieses typische Argument gebracht, was viele bringen in letzter Zeit, was mich extrem wundert. Die sagen immer, sie wollen nicht duzen, weil beim Du das Arschloch so leicht über die Lippen geht. Also Du Arschloch sagt sich immer vielleicht als Arschloch. Also ein Arschloch, SPD-spezifisches Ding oder was? Ja, das ist so ein SPD-spezifisches Ding. Ja, die haben Angst, du Arschloch. Arschloch, Genosse. Deswegen machen wir das jetzt mal höflich. Herr Außenminister, man kann in dem Interview leicht den Eindruck gewinnen, Sie hätten sich wie ein Arschloch verhalten. Ne? Das ist doch. Das ist doch nicht wahr, was du erzählst. Gut, okay. Also von dieser, dieser Gabriel hat gewonnen, ja, hat die ganze Zeit durchgeboxt. Jetzt kann man allerdings auf der emotionalen Ebene kann man ja auch empathisch sein. Und auf der empathischen Ebene kann man natürlich dann in dem Moment nur Mitleid mit dem Fragesteller bekommen. Ja, also warum macht der Thilo so fertig für Meinungen, die eigentlich nicht besonders extrem sind? Ja, also das ist ja eine geläufige Meinung. Das ist ja jetzt nicht irgendwie eine total links außen Spinnermeinung. Das Drohnen. Das war Propaganda. Es war Propaganda, ja. Teile. Hast du nicht zugehört? Ich finde das schlimm, was du für eine Propaganda verbreitest. Also ich habe beobachtet, wie Gabriel dazu tendiert, einfach alles, was nicht seine Meinung ist, zu politischem Extremismus zu erklären. Ja? Also Thilos Fragen sind extrem und Propaganda. Oder das nächste war, dass auf Bülow angesprochen, hat er den gleich zum Umweltpolitiker erklärt, nur weil er wahrscheinlich bei einer Klimaabstimmung, Umweltabstimmung mal anders gestimmt hat als der ehemalige Umweltminister, dann muss er ja gleich ein Umweltpolitiker sein. Wird er irgendwie Sprecher sein oder sowas sein? Naja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob Marco Bülow sich als Umweltpolitiker beschreiben würde. Das ist ihm wahrscheinlich wichtig, aber ist auch egal. Gut, dann kommt noch die sachliche Ebene danach, ne? Also... Und über, nimm dir über so die, viel Zeit, wie du willst, leider, Tyler. Da sind wir uns hier ja leider nicht einig. Ja. Doch. Also bevor Hans also, jetzt gleich sagt, dass Gabriel da ein Geniestreich gelungen ist und die Taktik des souveränen Umgangs mit Thilo Jung wunderbar aufgegangen ist, möchte ich gerne sagen, nur kurz, ich habe das nicht verstanden. Also ich habe sowieso schon, ich verstehe eigentlich, im Grunde verstehe ich keinen SPDler mehr, ja. Wir haben jetzt monatelang erlebt, wie Martin Schulz völlig überfordert ist von einem Wahlkampf, weil er nicht genau weiß, dieses Thema muss ich jetzt morgens dazu sagen oder abends, plötzlich so viele Kameras, ich kann das irgendwie timen, wann ich wo was sage, ich muss gar nicht und so, das ist die Studiosituation, ja, okay, und dann so bei der letzten, also gestern hat er es dann irgendwie ganz souverän gemacht, ansonsten ist er da irgendwie 5 Kilometer durchs Studio gerannt, um jedem nochmal den Kümmerer zu machen und so. Also wir sehen reihenweise SPD-Politiker, die völlig überfordert sind von ihrer Rolle und ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wenn man ein einstündiges Interview vorbereitet hat, dann gibt man natürlich selber die Pace vor und lässt das nicht den Fragenden machen. Vor allem verliert man nicht nach 30 Minuten die Contenance und lässt sich dann irgendwie treiben in so einem, ich bin ja zu Hause, ne, dann fühle ich mich mal auf wie zu Hause irgendwie. Also das ist so das typische, machst du das im Kindergarten auch, ja? Wenn sich das Kind schlecht benimmt zu Hause irgendwie. Also Gabriel, machst du das mit deiner Familie auch so? Wenn irgendwer kommt und sagt, ich möchte jetzt gerne ins Kino und diesen Film. Ne, also hör mal zu, wir gucken natürlich Star Wars, ist ja klar. Ich finde, Obama hat es ja vorgemacht, ja? Wenn man ein einstündiges Interview mit irgendwelchen Internet-People hat, dann setzt man sich hin und wenn dann die Frage kommt, machen wir eigentlich einen illegalen Drohnenkrieg, dann fängt man so an. Also die Welt... das ist ja auch ganz anders als vor 10 Jahren, ist ja schon ein gefährlicher Ort. Und die Aufgaben, die wir da zu erfüllen haben heute, das kann man ja nicht einfach so machen wie damals, mit Panzern losmarschieren, ja, und dann irgendwo nach 3 Minuten mal abbiegen und sagen, so eine Drohne ist schon ganz gut, weil die eigenen Soldaten und so, ja. Aber dass Gabriel da einfach, warte mal, ich habe eine Frage gekriegt. Also, was bist denn du für ein Propagandist? Was ist denn das für ein Kindergarten hier? Bist denn du für einer? Und so, ja. Das ist doch völlig Banane. Also, weiß er, dass da Publikum zuschaut? Weiß er, dass das irgendwie 40-jähriges und jüngeres Publikum ist? Und nicht irgendwie und so, ja. Also, seine Art von unvorbereitet sein, finde ich, seiner Partei gegenüber eine Frechheit. So wie Martin Schulz, also so wie das, was Hubertus Heil mit Martin Schulz macht, auch eine Frechheit gegenüber 600.000 SPD-Lern ist, ja, von denen auch gerade 600 irgendwie auf welchen Ebenen auch immer um Einzug ins
ins Parlament betteln und so, ja. Das, also wie die SPD von oben agiert, finde ich so unglaublich. Und das ist wirklich so ein goldiges Dokument, ja, um mal zu sehen, wie so ein SPD-Politiker mal wieder überhaupt nicht weiß, in welcher Welt er gerade lebt. Und wir sollten, das war mir halt wichtig, darum war ich so perplex, der Außenminister der Bundesrepublik Deutschland hat neben mir gesessen. Nicht irgendein SPDler und nicht irgendwie Gabriel ist SPD-Chef mal gewesen, sondern der oberste Diplomat unseres Landes. Ja. Ja, und was ich vor allem nicht verstehe, das Argument in außenpolitischen Angelegenheiten, ja, kann nicht sein, ach, du hast kein Reisebudget, dann darfst du hier nicht mitreden. Du warst ja noch nie in Mali, du warst ja noch nie in Libyen. Du darfst hier nicht mitreden, ja. Bist hier raus. Kennst das ja gar nicht. Du kennst das ja nur aus dem Fernsehen, du Loser. Geh mal zurück, ja. Genau. Also das Argument war schon scheiße und dann war es ja auch falsch, weil wir waren ja schon in Afrika und haben uns Flüchtlingscamps an. Ja, es ist auch falsch, ja? Weil man genau weiß, wenn man jetzt nach Libyen fährt und sich mal diese Warlords-KZs da anguckt, dann ist man bestimmt nicht plötzlich auf Sigmar Gabriels Seite und glaubt, ja, wir sollten auf jeden Fall mehr mit der libyschen Küstenwache in Anführungszeichen zusammenarbeiten, Anführungszeichen, ja. Ja, oder in Ägypten, das war ja auch ein Thema. Ja, also ne? Wirklich. In Ägypten waren wir vor einem Monat. Also, aber du meinst hier Ägypten? Ägypten ist ja nun gerade nicht gerade eine Demokratie, ne? Das ist ein Polizeistaat, eine Diktatur. Da habe ich jetzt übrigens was gebastelt. Ah, der wird ja Schäfer. Ägypten ist ja nun gerade nicht gerade eine Demokratie, ne? Sie meinen die Republik Ägypten, nehme ich an, ne? Ja? Das ist ein Polizeistaat, eine Diktatur. Jetzt haben Sie wieder das Wort Diktatur in den Mund genommen. Mit einer ägyptischen Diktatur, wenn Sie da auch immer meinen, weiß ich nichts. Da müssten Sie sich jetzt vielleicht in einer Weise ausdrücken, die für mich verständlicher ist. So, Hans, du hast das gerade gehört, ne? Jetzt sag mir noch einmal, dass der Gabriel auf jeden Fall immer auf einer inhaltlichen Linie mit seinen Mitarbeitern ist, die sich öffentlich äußern. Das muss ich dir nicht noch einmal sagen, weil ich es noch nie gesagt habe. Ja, und im Übrigen, nee, ich werde doch keine Sachen sagen, von denen ich überzeugt bin, dass sie falsch wären zu sagen. Nein, das ist ein sehr hübscher Punkt und diesen Clip sollte Thilo gerne häufig spielen und auch mal genüsslich ausspielen. Ja, in einer Woche sind leider alle weg vom Fenster. Ja, Gabriel und Schäfer. Wenn ihr noch Interesse habt, an den anderen drei Ebenen. Ich denke, die anderen drei Ebenen. Also, es ist ja schön, dass Stefan vorher schon wusste, was ich gleich sagen werde. Nichtsdestotrotz war die Annahme falsch. Ja, ist manchmal so. Also, was Gabriel da gemacht hat, er war richtig auf der Ebene dieses konkreten Gespräches. Also wie laufen eigentlich die Jung- und Naivgespräche ab? War er miserabel vorbereitet? Bis gar nicht. Auf der Ebene zu wissen, wie funktioniert Thilo Jung als Journalist, war er gar nicht unvorbereitet. Da wusste er und da waren für ihn die BPK oder REC-PK-Auftritte natürlich das Präsentere. Er sagt, Thilo ist einer, der hält gerne auch mal Stöckchen hin, der kommt mit zugespitzten Formulierungen. Das ist wie ein Tennisspieler, der Surf and Volley macht, also Aufschlag und dann nach vorn ans Netz und den anderen an der Grundlinie laufen lassen. So, und da hat er sich offenbar vorgenommen, wenn das passiert, lasse ich mir das nicht bieten, sondern drehe den Spieß um. Das war sein innerer Plan, darauf war er vorbereitet. Deswegen hat er die ersten 20 Minuten dieses Interviews, als dieses so nicht kam, das Zugespitzte, sondern die Fragen nach Biografie und sonst was, da hat er das zwischengesundheitlich angeschlagen, ein bisschen angegrätzt oder so, hat er so gemacht. Als dann aber sozusagen Surf and Volley kam, da ist er nach vorne gegangen, hat wirklich den Spieß umgedreht, hat die Rollen komplett vertauscht, hat versucht, es war ja erst Jeremy Corbyn, hat versucht sozusagen aus dem Befragten den Rückfragenden zu machen und dich in die Ecke zu bringen. Das hat bei Corbyn auch ganz gut funktioniert, da hat er dich überrascht. Das war dann auch erkennbar. Und dann hat er dieses. Da war ich auch wieder im Rollkonflikt. Also ich meine, ich gebe ja sonst genau solche Antworten nicht, sondern will sie halt irgendwie rauskitzeln. Darum habe ich zum einen überlegt. Pass auf, ich wollte es für unsere Hörer sagen. Zum einen habe ich überlegt, ja, was kann ich ihm denn jetzt sagen? Auf der anderen Seite habe ich überlegt, sollte ich ihm irgendwas sagen? Und dann hat er ja schon wieder
ja, darauf reagiert. Geht, aber ja, also ich sage das aus eigener Erfahrung, weil ich solche Interviewsituationen, und zwar interessanterweise immer mit Sozialdemokraten, in 30 Jahren auch ein paar Mal erlebt habe, dass die dann, da ist irgendwas drin, dass die sagen, wenn mir Reporter oder so zu frech kommen, dann drehe ich den Spieß einfach mal um. So. Und das hat im Übrigen Gabriel bei dir nicht zum ersten Mal gemacht, sondern es gibt eine legendäre Sendung des Heute-Journals mit Marietta Slomka, wo er das genau so gemacht hat. Ja? Gabriel ist eben, das ist jetzt auch Gabriel. Finde ich auch Gabriel super legitim. Ja, Journalisten müssen genauso antworten. Ja, also Gabriel ist eben auch, ich sage das mal so, ein politischer Rabauke. Ja, dem macht es auch mal wirklich Spaß, Ärmel hochzukrempeln. Er weiß, dass er die Fähigkeiten dazu hat. Er ist rhetorisch handwerklich gut. Er ist demagogisch handwerklich gut. Er ist polemisch handwerklich gut. Und diese Fähigkeiten hat er jetzt in einem Setting, was eigentlich von der Rolle her anders war. Journalisten fragen, Politiker antworten. Das hat er umgedreht. Hat einen Überraschungscoup damit gelandet, hat dich in die Ecke gedrängt und hat seine Stärken da ausgespielt. Nur, das ist auf lange Sicht gesehen, ist das möglicherweise im Tennis, würde man sagen, jetzt hat er ein Spiel gewonnen, aber nicht den Satz oder vielleicht sogar den Satz, aber nicht das Match. Weil, und das zeigt sich auch, er hat überzogen damit. Er hat dich lächerlich gemacht in einem Maße, wo man sagen muss, das darf ein Außenminister nicht nötig haben. Da hat er sozusagen, da ist er nur noch auf die Ebene des politischen Raufboldes gegangen und hat diese andere Dimension seiner Person außen vor gelassen. Da hat Gabriel überzogen. Und er hat dadurch, und das ist jetzt mein letzter Punkt, aber auch, und das ist das, was eigentlich am meisten für dich spricht, Thilo. Er hat dich in dem Gespräch als Diskurspartner ernst genommen. Er hat eben nicht gesagt, da ist ein Journalist und da kann ich die Fragen, auch wenn sie unangenehm sind, auf einer Arschbacke absitzen. Früher bei schlagenden Verbindungen hätte man gesagt, er hat dich für satisfaktionsfähig gehalten. Er hat dich sozusagen auf Augenhöhe als politischen Counterpart und Kontroversdiskutanten ernst genommen. Das macht er sonst mit Journalisten selten. Ja, aber nicht so weit, dass er zugelassen hat, dass Thilo seine Recherchen, die er dann halt auf dem Handy hat und nicht wie er alles ausgedruckt in der Pressemappe zeigt. Ne? Völlig, also, völlig richtig. Weil deswegen sage ich ja, das ist eine Metaebene, dass er ernst genommen hat. Konkret ging es ihm aber darum, in der Situation des Gespräches sozusagen gnadenlos die Hegemonie, die Vorherrschaft in dem Moment zu gewinnen. Und dazu hat er dann alles bulldozermäßig ausgenutzt und rücksichtslos beiseite geräumt. Und da hatte er dich dann, wir waren vorhin beim Boxen, da warst du dann auch mal mindestens hinten an den Seilen mit dem Rücken an der Wand. Das wird sich aber für Gabriel, wenn es zu weiteren Gesprächen kommt, wird sich das am Ende nicht auszahlen. Nicht auszahlen. Das war ein... Jetzt wahrscheinlich auszahlen. Ja, wir sind ja auch schon, das Interessante ist ja, wenn du dir jetzt diese, ich weiß nicht, über 1000 oder 2000, wie es jetzt sind, Kommentare anguckst. Auf YouTube? Dann, sowas lese ich nicht. Ja. Schreib's in trau dich doch. Hallo, Herr Schulz, trauen Sie sich doch mal. Du hast mal ein bisschen vielleicht liest es dein intelligenter Avatar und erzählt es dir. Also da gibt es ja Never. Die einen... Da gibt's ja die einen, die sowieso schon immer fanden, dass Thilo eine arrogante Sau ist, die sagen, ja, endlich, jetzt hat das dir aber gegeben. Ja, das sagen aber ausschließlich Leute, die irgendwo SPD in ihrer Twitter-Bio drin haben. Nee, überhaupt nicht nur SPD, sondern das sagt noch ein ganz anderes Klientel. So, und dann gibt es diejenigen, die sozusagen inhaltlich eher bei dir sind und Thilo, und die sind dann natürlich extremst höchst empört über das, was Gabriel gemacht hat. Also das war ein Gespräch, zwar und durch Gabriel wesentlich bewirkt, das extrem polarisiert hat. Und in Polarisierung wird man gezwungen, Positionen zu beziehen, und das machen die Leute. Und das ist gut.
Ja, das ist gut, wenn hier man gezwungen wird, wenn Positionen bezogen werden, weil das Voraussetzung dafür ist, dass weitere Auseinandersetzungen stattfinden können. Und das ist das Gute daran. Gilt das auch für Gespräche unter uns? Polarisierung absolut. Gut ist? Absolut. Ich höre schon wieder Hörer im Ohr, die sagen, Stefan war zu frech und so. Ach, ja, aber hat also, damit da, irgendwas? Ja, bist du nicht fertig, Entschuldigung. Ganz schnell dazu. Nein, also manche sagen ja auch, oh, und der arme Hans und so weiter. Das ist doch Bullshit. Es gäbe nichts Langweiligeres, als wenn wir hier zu viert oder zu dritt sitzen würden und uns gegenseitig bescheinigen, dass wir alle recht haben einer Meinung. Nein. Dass wir alle Unrecht haben. Das kriegt eine eigene Kapitelmarke, das Ding, wenn ich drauf verweise. Wir bescheinigen uns, dass es eine geile Sache ist, wenn Menschen, die an einem Punkt oder an einem Sachverhalt interessiert sind, sehr ernsthaft darüber diskutieren und sich gegebenenfalls auch nicht einig sind. Aber das bringt doch Sachen, nur Auseinandersetzung bringt Sachen voran, doch nicht Harmoniesoße. Und deswegen streite ich mich gerne mit dir und ich fände es aber grauenhaft, wenn du auf einmal nur nett werden würdest. Gut, dann würde ich gerne... Ich wollte sagen, jegliche Kritik an uns, an der mangelnden Vorbereitung ist völlig berechtigt. Das Ziel war, und das habe ich immer gesagt, wir wollen andere Interviews führen und ich glaube, haben in diesem Wahlkampf ein Interview hinbekommen, was es in diesem Wahlkampf nicht gegeben hat. Ja, und dann nochmal den letzten inhaltlichen Hinweis dazu, wegen Corbyn. Falls ihr gefragt werdet, was ist an Corbyn geiler als an der SPD, dann sagt, keine Austerität, raus aus der NATO. Den Rest kann man in der Wikipedia nachlesen, ja. Aber keine Austerität, raus aus der NATO und dann halt auch keine Atombomben mehr. Ist auch mal ein deutsches Argument, besser als die SPD. Tilo will einen Trailer spielen. Ich wollte nur, es gab ja dann trotzdem die Beschwerden, ja, warum warst du denn nicht so gut vorbereitet und so weiter? Ja, warum habt ihr das nicht gemacht? Tyler, kannst du mal ganz kurz unseren Hörern und auch Hans und Stefan erzählen, wann wir von dem Interviewtermin erfahren haben? Waren überhaupt 24 Stunden zwischen? Nee, ja, also genau 24 Stunden. Ja. Ein Tag vorher. So, und es gibt diesen berühmten Film und es der ja wir mussten aus Berlin raus. Ja, ist auch neu, ja. Es gibt dieses berühmte Interview zwischen Richard Nixon. Interviewreihe. Genau, zwischen Frost und Nixon. Und es gibt eine Verfilmung davon, aber die zeigt mal ganz gut, worauf ich hinaus will. I don't think he's ever gonna get over that. Frost is just not in your class, sir. You're gonna be able to rebuild your reputation. This entire project is a joke. I do hope that isn't coming out of your own pocket. I wish my pockets were that deep. I'm in this for everything I've got. There's a reason they call him Tricky Dick. Stand by to roll tape. You had a pleasant evening last night? Yes. 4, 3, 2. To do any fornicating? And Hugh David. The American people need a conviction. I'd like to give Richard Nixon the trial he never had. Democracy depends on it. We're not gonna let that happen. We're gonna make them choke on power and glory. Why didn't you burn the tapes? I didn't want to take any questions on Watergate. Shut it down. I will ruin you if it takes the rest of my life. What have I done? If in this interview Nixon exonerates himself, 4, that would be the worst crime of all. 3, 2, cue David. Are you really saying the president can do something illegal? I'm saying that when the president does it, that means it's not illegal. I'm sorry. Und das hat jetzt irgendwas mit Gabriel zu tun? Ja, der Punkt ist, das Frost-Team musste monatelang, die haben sich monatelang in ein Hotelzimmer eingesperrt. Sie haben alle möglichen Sachen durchgespielt. Und das hat trotzdem nicht alles geklappt in dem Interview. Also zu sagen, ja, also ich glaube, selbst wenn ich das ausgedruckt mitgehabt hätte, hätte das ähnlich geendet. Und du kannst nicht innerhalb von kurzer Zeit so einen massiven, also manche haben ja irgendwie einen Gerichtsprozess erwartet. Ja, also was haben denn manche erwartet? Dass Gabriel sich da jetzt hinsetzt und sagt so,
Ja, aber das war ja auch viel gefüttert worden. Ja, warum hast du ihn nicht festgenagelt? Ja, warum ist er nicht am Ende schuldig? Ja, du musst dich doch nicht so entschuldigen. Nein, der Punkt ist zum einen völlig richtig, da gibt es dann auch, also aus dem Web-Kommentator-Sessel oder so, da ist man mit wohlfeilen Ratschlägen auch schnell bei der Hand. Ich kann wirklich nur empfehlen, jeder sollte mal in die Situation kommen, solche Gespräche führen zu müssen. Das ist dann schon, es ist so ein bisschen wie, es gibt ja immer Millionen von Bundestrainern, wenn die Nationalmannschaft schlecht spielt. Auf dem Platz ist dann schon noch ein bisschen anders. Und gleichwohl ist es so, er hat dich an zwei Stellen gepackt. Und deswegen wird das auch so wahrgenommen. Das erste war eben, wo du wirklich in dem Moment, wo er sagte, ja, wo ist denn eigentlich Corbin Linker gewesen? Da war zu lange Überlegenspause. Ja. Und aus sowas, wir lernen ja alle professionell aus sowas, das wird dir vermutlich nicht wieder passieren, sondern man überlegt sich, okay, mit welchem Argument könnte er dann kommen, das ist wie Schachspielen, und wie sieht dann mein nächster Schritt aus? Wenn ich also damit rechnen muss, dass er fragt, so, du findest also Corbin ist der Linkere, wo denn? Da wirst du beim nächsten Mal vermutlich zwei, drei Sachen haben, wie Stefan dir sagte, raus aus der NATO, keine Autorität, ist doch was. Dann keine hätte Frage. Er schon diesen... Ne? So, das ist der eine. Und weil es erst das, ja. Ich wollte nur betonen, ich glaube, das war aber auch die entscheidende Szene, warum er dann für den Rest des Interviews so aufbrisig war, weil er das Gefühl hatte, er kann das mit mir machen. Darum war es im Grunde sogar gut, dass ich in dem Moment das nicht gemacht habe. Noch mehr Psychologie zum Thema? Wenn man das als Dienst am Zuschauer für ein interessantes Interview sieht. Nee, aber so im Nachhinein, hat das Gabriel Sicherheit gegeben, so nach dem Motto, das ziehe ich jetzt einfach bei jedem Thema durch. Genau. Und das Ding ist, dieses Thilo ist nicht vorbereitet. Also dieses Kommentar hören wir ja seit dem allerersten Jung und Naiv-Video von allen Leuten, die nicht verstanden haben, dass er dort einen naiven Reporter spielt. Also bei den Themen, da diskutieren wir dreimal die Woche mit seinem Sprecher in der Bundespressekonferenz drüber. Ich verstehe gar nicht, warum ihr jetzt darüber diskutiert, ob Thilo nicht vorbereitet war. Das Thema hier ist, Gabriel war nicht vorbereitet. Und zwar, es war eine Katastrophe von seiner Seite aus. Der kann sich das doch selber nicht nochmal angucken, ohne rot zu werden. Also, die Frage ist auch, was für eine peinliche Veranstaltung. Was hat er jetzt gewonnen mit dem Video? Also ich meine, alle, die vorher schon SPD gejubelt haben, jubeln jetzt noch lauter oder nochmal. Du hast ja jetzt so Sektenbildung. Aber er hat das stärkt die Sektenbildung. Aber er hat doch nicht eine einzige Stimme gewonnen in dem Bereich, den er linksgrün versifft. Ja, steht vor allem gar nicht zur Wahl. Ja. So, ich bin hier nicht nur für die Relaisstation verantwortlich, sondern ich übernehme für die letzte halbe Stunde nochmal Planung, Überwachung und Auswertung der Nachrichtenwoche, die wir ja auch noch gucken wollten. Ich wollte nur einen kurzen Song einspielen, den mir meine Mutter hat ja, die gucken ja auch meine Folgen manchmal, und Gabriel hat sie interessiert, und dann hat meine Mama mir diesen Song geschickt. How does it feel? Kannst auch noch Master Mutter, Alter. Kannst auch noch Master von Rammstein einspielen oder hier Slave, nee, wie heißt es? I'm a Slave von Britney Spears. I'm a Slave. jetzt reicht's langsam. Darf ich noch einen Satz? Na klar, vielleicht Hans. Dann aus meiner Sicht abschließend dazu sagen. Gabriel hat ein Fass aufgemacht, das für ihn schmerzhaft, wenn er weiter im Amt bleibt, oder für andere, die dann im Amt sind, das für ihn schmerzhaft sein wird. Indem er nämlich gesagt hat, den Eckpfeiler eingerahmt hat, wir dulden das nicht. Wir dulden nicht, dass völkerrechtswidrige Einsätze über Deutschland und mit deutscher Beteiligung gemacht werden. Damit hat er eine Debatte eröffnet, die ungefähr so aussieht. Und das fand ich ein schönes Beispiel, das einer von den YouTube-Kommentatoren geschrieben hat. Wenn ich einem Scharfschützen meine Wohnung zur Verfügung stelle, dass er aus dem Fenster dieser Wohnung wen anders mit seinem Präzisionsgewehr erledigen kann, wenn ich ihm nur die Wohnung zur Verfügung stehe, habe ich dann mitgewirkt daran oder nicht? B.
bin ich beteiligt oder nicht? Das ist exakt die Frage. Und noch technisch gesagt, wenn ich einem Menschen mein Handy leihe und dieser Mensch über dieses Handy Anordnung gibt, irgendjemanden umzulegen, bin ich dann mitschuld daran an dieser Tötung oder nicht? Vielleicht beim ersten Mal nicht, wenn ich es nicht weiß. Wenn ich beim zweiten oder dritten Mal aber davon ausgehen kann, der benutzt mein Handy dazu und ich gebe es ihm dann trotzdem nochmal wieder, dann stellt sich die Frage nach einer Mitschuld sehr wohl. Und in diese Diskussion hat er jetzt eröffnet mit. Und da bin ich mal gespannt, wie er oder andere aus dieser Verantwortungsdiskussion rauskommen wollen. Aber Im Moment schützen sie sich davor, dass sie sagen, wissen wir alles nicht. Ja, das sind aber die drei Affen. Und das funktioniert auch nicht auf Dauer, weil sie A, glaube ich, sehr viel mehr wissen, als sie zugeben. Und B, selbst wenn sie es nicht tatsächlich nicht wissen, die Möglichkeit und die Pflicht haben, mehr in Erfahrung zu bringen. Da stehen nämlich die, die sich jetzt in diese Verteidigungsposition begeben, mehrfach mit dem Rücken zur Wand. Und diese Diskussion wird ganz spannend, wenn sie fortgesetzt wird, und zwar öffentlich. Ja, das verstehe ich jetzt aber nur so halb, weil steht in dem Handyvertrag drin, dass das genutzt wird zur Planung, Überwachung und Auswertung des Mordes, oder ist das einfach so gegeben? Das ist komplett irrelevant. Wenn mir einer sagt, ich habe ein Handy und natürlich unterstütze ich es überhaupt nicht, wenn sozusagen irgendjemand andere Leute erschießen lässt, dann auch noch ohne Urteil oder so. Ich leihe aber jemandem mein Handy. Erstens, wenn ich einen solchen Vertrag unterschreibe, dann handle ich sozusagen sittenwidrig gegen meine eigenen Kriterien. Zweitens, wenn er es macht, auch wenn es nicht im Vertrag drin steht, habe ich dennoch die Frage mir zu stellen, welche Verantwortung habe ich durch die Weitergabe meines Handys und kriege dann mit oder kann es oder muss es mitkriegen, was mit diesem Handy passiert. Ich glaube, Stefan wollte nur einen Witz machen. Das weiß ich bei Stefan ja immer nicht so. Vielleicht war das ja nur sein intelligenter Avatar. Letzte Frage von mir. Er hat ja öfters betont hier... Habt doch nicht so viel Angst. Ich habe ja im Gegensatz zu dir keine Angst vor Diskussionen. Ja. Wird es zu einem zweiten Interview kommen, wo wir nur über das Thema reden, Hans? Glaubst du das wirklich? Also ich weiß nicht, ob nur über dieses Thema geredet wird. Ich bin davon überzeugt, dass es zu einem zweiten Interview kommen wird. Daraus kommt er überhaupt nicht raus. Ja. Der kommt sogar aus dem Außenamtsministerium raus in einer Woche. Was meinst du, wo der alles rauskommt? Das kann ja... Soll froh sein, wenn er noch in der SPD ist. Nach Dezember, Parteitag. Nee, das... Ich würde ja auch nicht sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass er in zwei Monaten noch Außenminister ist, ist sonderlich groß. Nur... ein solches Interview, gerade nach diesem Vorlauf, kann und ich finde, muss man auch dann führen, wenn er gar nicht mehr Außenminister ist. Die Gabriel-Tapes. Also das Gabriel, ich bin davon überzeugt, wenn Thilo nicht sagt, mich interessiert das jetzt nicht mehr, Gabriel kommt aus dieser Verabredung nicht raus. Da wette ich, würde ich sehr viel Geld drauf wetten. Okay. Ja, so. Aber er kann ja einfach 3 Jahre keine Zeit haben. So wie bei der letzten Interviewzusage von vor 2 Jahren oder sowas. Ja. Also diese ging dann ja hier auf einmal auch ganz schnell, wie wir alle wissen. Ja, weil die Hütte brennt, Wahlkampf. Ja, 18. Das sollte an unser Publikum. Ja, aber, ja, nicht aber es ist jetzt öffentlich. Seine Zusage ist öffentlich. Der Konflikt ist öffentlich. Du meinst, es gibt irgendwo ein Dokument, in dem drinsteht, was der Gabriel so plant, überwacht und ausführt und auswertet zu machen, und der wird sich daran halten oder daran erinnern oder das Dokument überhaupt noch kennen? Okay, wir müssen jetzt mal zum Ende kommen. Dieses Dokument besteht aus demnächst 500.000 Klicks im Internet. Oh, ein YouTube-Video, wow. Nicht schlecht. Okay. Da kommt er nicht raus. Nachrichten kommen, wir machen doch immer hier ganz brav. Jeden Abend brav die Nachrichten. Ja, wir haben jetzt nur noch 19 Minuten. Wir spielen nur mal ein bisschen an, was wir so verpassen. Ja? Zum Beispiel, Klaus Kleber moderiert hier mal was zum Thema, ich glaube, er weiß nicht genau was, deswegen weicht er aus und sagt, ach, Wetter wäre doch mal ein schönes Thema. Hurricanes sind Wetterphänomene, die unsere Vorstellungskraft übersteigen. Die unfassbare Energie dieser Wirbelstürme
die man nur mit einem ganzen Arsenal von Atomwaffen vergleichen kann, wird gerne, aber ziemlich hilflos mit Windgeschwindigkeiten illustriert. Fast 300 Stundenkilometer bei Irma. Um sowas zu erleben, müsste man sich beim Start eines Jumbo-Jets raus auf die Tragfläche stellen. Und das wäre immer noch nicht dasselbe. Jumbo. Also, Klaus Kleber möchte uns sagen, der Sturm war so stark wie mehrere Atombomben, falls man das mal spüren will, einfach auf die Tragfläche eines Jumbos stellen. Wir haben eigentlich gar nichts verpasst in den Nachrichten. War nur Müll. Okay, irgendwas zum Wahlkampf. Es ist die Verliebtheit des Moderators in die Schönheit des eigenen Wortes. Es ist eine Berufskrankheit, leider. Klaus Kleber eröffnet, irgendwas ist mit Wahlkampf. Es ist Montag. Heute beginnt die vorletzte Woche des Wahlkampfes, der in der Sache und beim Personal Weichen stellen soll für die nächsten 4 Jahre Schicksal von Deutschland. Was sagen nun Inhalt und Stil über unsere politische Kultur? Da kommt es natürlich immer darauf an, womit man sich vergleicht. Verglichen mit einem US-Wahlkampf, in dem der eine Kandidat Menschenmassen aufhetzt, über die andere Kandidatin sperrt sie ein zu brüllen, blieb es hier zivilisiert im Allgemeinen. Die andere Seite hat Trump aber auch vorgeworfen, verrückt zu sein und so, Klaus. Also das, ja, die Vorwürfe waren auf beiden Seiten da. Aber nicht nur das, sondern man muss noch mal darauf hinweisen, der Wahlkampf in Amerika, der fand nicht nur zwischen Clinton und Trump statt. Und selbst diese Auseinandersetzung war nicht bescheuerter als das, was wir in Deutschland hier erleben. Ja, Hashtag die Partei und so weiter. Ich frage mich immer, Klaus Kleber, war er mal auf so einer Bernie Sanders Veranstaltung? Ich habe mal einen Tipp. Gibt vom Sound Traveler, das ist auch so ein YouTuber, der achtet aber mehr auf Sound, also da kommt mit irgendeiner Kamera, aber der hat immer richtig hier mit Akustikköpfen und so, nimmt er auf. Und der war mal auf ein paar Bernie-Veranstaltungen und hat damals mitlaufen lassen, ja. Und da kann man mal richtig sich reinfühlen, wenn man Kopfhörer aufsetzt. Wie ist das so, wenn Bernie Sanders Wahlkampf macht? Und dann würde ich gerne mal eine Einschätzung haben, ist das in Deutschland auch so? Oder ist das hier nicht nur, was weiß ich, zivilisierter ist das die Unterscheidung? Oder ist es nicht einfach total scheiße in Deutschland, ja? Ich hätte gerne einen amerikanischen Wahlkampf in Deutschland. Ich hätte gerne Bernie Sanders und ich hätte auch gerne Jeremy Corbyn. Und ich hätte gerne mal einen, der sagt, ja, das mit den Waffen, raus aus der NATO, keine Austerität und so weiter und so fort. Hast du nicht Armin Wolf aus Wien gehört, der meinte, das war doch ein tolles Kanzlerduell, total sachliche, unemotionale Argumente ausgetauscht? Nee, ich habe nur die NZZ gelesen, wo drin stand, die deutschen Politiker und Wahlkämpfer, die trauen sich nicht, den Deutschen die Wahrheit zu sagen über die Flüchtlingskrise. Es wird 900 Milliarden Euro kosten. Oh Gott. Ich frage mich dann immer, 900 Milliarden, ja? Also das kriegen die Flüchtlinge so in die Hand und dann gehen die wieder weg oder was? Und dann fehlen uns 900 Milliarden oder wie ist die Rechnung? Und ich meine, 900 Milliarden, ja? Ja. Ja, das willst du nicht hören. Nächstes Jahr. Nee, 2015, im Chaosjahr sind nicht mal 1 Million Menschen gekommen und die kosten uns jetzt 900 Milliarden, ne? Es ist wirklich, naja. Es ist zu albern. Wollen wir was Nordkoreanisches gucken? Nee, ich würde sagen, Kannst du Nordkoreanisch? Leider nicht. Ach, wir können hier gar nichts mehr anspielen. Das sind alles aber wirklich Kim ernste kann doch Themen. Aber Deutsch, der hat doch in der Schweiz. Ich hab noch was. Wir kommen mal kurz zu den Sicherheitsexporteuren. Den Deutschen, ihr wisst ja. Man kann auch mit deutschen Waffenexporten zum Frieden beitragen. Man kann übrigens sich auch schuldig machen, indem man keine Waffen liefert. Durch Rüstung verhindere ich Krieg. Leider ist unsere Welt so, dass Waffen auch manchmal Frieden schaffen können. Und da gibt es einen neuen Imagefilm unserer Sicherheitsexportindustrie. Yeah. Die Bundesrepublik Deutschland hat sich entschieden, mehr Verantwortung für sicherheitspolitische Aufgaben zu übernehmen, auch international. Ja. Wo denn sonst? Wer hat sich entschieden? Die Bundesrepublik Deutschland. Ach so. Deutschland hat sich entschieden, mehr Verantwortung für sicherheitspolitische Aufgaben zu übernehmen, auch international.
Unsere Bundeswehr leistet gemeinsam mit unseren Partnern einen unverzichtbaren Beitrag für die Verbreitung und Durchsetzung von Frieden, Sicherheit und Menschenrechten. Frieden! Wir vom Bundesverband der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie vertreten Unternehmen, die es als ihre Verantwortung sehen, Soldaten und Einsatzkräften optimale Ausrüstung und Ausbildung zur Verfügung zu stellen. Mit der Stärke von über 200 Mitgliedsunternehmen repräsentieren wir einen Industriesektor, der maßgeblich zur Sicherheit, Innovationsfähigkeit und Beschäftigung in Deutschland beiträgt. Unsere Unternehmen liefern Produkte der Spitzentechnologie. Durch unsere Forschungs- und Innovationsfähigkeit, Qualität und Zuverlässigkeit geben wir branchenübergreifende Impulse und belegen weltweit einen Spitzenplatz. Für Deutschland! Unser Ziel ist es, durch eine enge Abstimmung und gute Zusammenarbeit auch weiterhin passgenaue Produkte für unsere Soldaten und Sicherheitskräfte zur Bewältigung ihrer Aufgaben zu liefern. Denn unsere Soldaten und Bürger haben ein Recht auf höchste Sicherheit und bestmöglichen Schutz. Und genau dafür stehen wir mit unseren Unternehmen und Produkten. Wir produzieren Sicherheit. BDSV. Ich stell dir mal so, wir würden alle daran forschen, Krebs zu heilen. Oh, Tyler. Ich sag mal so, soll ich mal was Positives sagen? Bitte. So ein Film hätte die Industrie gar nicht nötig, wenn sie ja im Grunde auch ein bisschen scheiße gehen würde. Hoffentlich. Die machen das aber ja nicht ohne Grund. Imagefilme macht man so pauschal als große. Ah, wahrscheinlich schon. Ja, ich wollte nur mal versuchen. Ja, ja, das, aber du hast einen Punkt, aber Das Interessante ist, dass, ich meine, dieser Film ist ja mehr Realsatire als alles andere. Ja, natürlich. Der ist doch sowas von überzogen und hallo, selbst entlarvend. Passgenaue Produkte. Hören Sie mal zu, ihr. Wir rüsten doch diese Länder nicht hoch. Wir helfen den Leuten, dass wir überleben. Als ob wir nur hochrüsten. Das tun wir gar nicht. Das Interessante ist, dass so ein Film über, ich weiß nicht, vor welchem Publikum der läuft, aber das Interessante ist, dass eine Branche offensichtlich denkt, dass das gesellschaftliche Klima tatsächlich so ist, dass man einen solchen Film erfolgreich einsetzen kann. Das finde ich bemerkenswert. Ich glaube nicht, dass es einen solchen Film vor 20, 30 Jahren gegeben hat. Jedenfalls wäre er mir nicht bekannt gewesen. Also vielleicht hat sich da ein gesellschaftliches Klima verändert. Aber in sich ist der wirklich, das ist ja wie 150 Löffel Zucker noch in eine Cola obendrauf. Ja. Das gesellschaftliche Klima ist zumindest so, dass es keine Wehrpflicht mehr gibt und deswegen die normalen Bürger halt überhaupt keine Idee haben, was in der Bundeswehr passiert. Ja, da ist was dran. Okay. Ja, also so eine Entfremdung und dann kann man natürlich dann auch ein Image machen, ja. Also wenn ich selber kein Bild habe, dann kann man mir eins präsentieren und vielleicht nehme ich es an. Also ich war ja noch bei der Bundeswehr, deswegen habe ich ein eigenes Bild. Das hätte dich überzeugt, ja. Der Film hätte dich überzeugt, Stefan, Tyler? Naja, der Film nicht. Ich bin Pazifist geworden, als ich beim 100 Meter Liegenschießen beim ersten Mal getroffen habe. Das Interessante war ja bei diesen Schießscheiben, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war, die Schießscheiben, auf die man da geschossen hat, die Silhouetten, also es waren nicht einfach nur Kreise und Ringe, sondern bei mir waren es dann wirklich Menschensilhouetten, die hatten aber kein Gesicht. Der Feind hat auch kein Gesicht. Die hatten einen rosa Fleck und oben drüben einen olivgrünen Halbfleck der Helm, aber das Gesicht war nicht existent, nur ein rosa Fleck. Da habe ich dann auch mal bei der Schießausbildung danach gefragt, ich habe gesagt, wieso ist das eigentlich so, dass da wo ist eigentlich die Nase, direkt zwischen die Augen?
Na, genau. Ich habe gefragt, also ich habe diese junge und naive Frage, da mein Schießausbilder, ich finde das eigenartig, das soll doch ein Mensch sein, warum hat der kein Gesicht? Und da hat er gesagt, genau deswegen. Du sollst ja deine Hemmung verlieren, auf Menschen zu schießen, ne? Und wenn man dann ständig in Gesichter guckt, dann fällt es vielleicht ein bisschen schwerer. Maybe. Besser wäre, wenn man irgendwo in Texas in so einem Computersimulator sitzt und ganz weit weg ist von der Explosion. Nein, das ist, also da gibt es grundsätzlich keinen Unterschied. Tyler, hast du nicht zugehört? Wenn die in Rammstein den Drohnenkrieg planen, überwachen und auswerten, angeblich, sehen die auch keine Gesichter auf den Bildschirmen. Das stimmt nicht. Das stimmt okay, nicht. Schluss, keine Diskussion. Nee, ich wollte nur einen kleinen Witz machen. Wie hieß der? Naja, nein, wie hieß der, ja, gut. Brian, der Brian sagen, also hieß der. Brian, der sozusagen dieser Kamera-Operator, der da aufgetreten ist, der hat ja nun, für die, die den Witz nicht verstanden haben, wie ich am Anfang auch nicht, der hat ja nun explizit gesagt, dass die, und das ist dann auch eine Realität, gerade die Drohnenpiloten sehen die Gesichter sogar präziser. Ja, aber der ist ja auch schon seit Jahren nicht mehr dabei. Heute haben die ja, wie beim Nacktscanner am Flughafen, nur noch die Silhouette und dann ist rot oder grün. Ja, ja. Trotzdem sehen sie mehr als der, so, das ist skurril, aber der Bomberpilot, der tatsächlich an diesem Himmel fliegt als Mensch und Bomben ausklingt, der sieht weniger. Ja, durch, da hat Hans recht, durch die hochauflösenden Kameras ist man näher dran, ja. Also das ist, du bist räumlich weiter weg, weil du vielleicht tatsächlich in Neu-Mexiko sitzt und erst dir einen Coffee to go holst und dann Videokonsole spielst und Hellfire abfeuerst. Du bist weiter weg und gleichzeitig durch das virtuelle Bild bist du gleichzeitig näher dran. Es ist eine. Ja, aber durch dieses virtuelle Bild, das ist halt ein Medienbruch, ne? Also du, genau, du bist durch weiter Dreck, das weiter ist auf weg dem näher dran. Ja, das sieht zwar aus wie ein Mensch, aber bei mir bei Call of Duty. Habt ihr diesen Film nicht geguckt? Du hast gerade noch Menschen getötet und 5 Minuten später bist du im Kindergarten deiner Tochter. Das bringt dich viel näher ran als diesen Bomberpiloten, der dann ins Zelt und abseits von allem und so. Und das nur zu. Sag ich. Nur zur Info, ich habe Gabriel ja hier den Film National Bird in die Hand gedrückt. Genau. Den sollten sich alle angucken. Der Pilot an sich guckt nicht, ist das jetzt der Terrorist, sondern das ist die Aufgabe seines Nachbarn, also es ist der Aufklärer, der dann immer analysieren bzw. identifizieren muss, ist das jetzt ein Bösewicht oder ist das nur ein Kind? Ist das jetzt ein Kompandant oder ist das jetzt ein Kind? Und der Auswärter sagt hinterher, du, das war kein Kind, das war ein Hund. Genau. Haben wir auch gehört. Und so, dieser Podcast muss jetzt beendet werden. Wir haben nur noch 2 kleine Clips offen. Alles andere wichtiger schmeißen wir weg. Deswegen, bevor wir das Politbarometer in Zusammenschnitt gucken, nochmal kurz der Hinweis, redaktionell über 1 Minute. Wie geil ist eigentlich das Politbarometer im ZDF? Matthias, das ZDF-Politbarometer zeigt die AfD jetzt gleich auf mit der FDP, nur ein Hauch vor den Grünen. Wie kann das sein, dass andere, die ja auch Demoskopien machen, zu anderen Zahlen kommen, die AfD zum Teil noch weiter vorne liegen? Wo liegt da der Unterschied? Na, der Hunger nach Zahlen ist in diesen Zeiten natürlich groß, sowohl in der Politik als auch bei den Medien. Und da poppen immer mal auch Umfragen auf, die schlicht unseriös sind. Aber auch bei denen, die methodisch und seriös sauber sind, wie zum Beispiel die der Forschungsgruppe Wahlen, gibt es so einen Faktor, einen statistischen Fehlerbereich. Da du die Forschungsgruppe Wahlen hier auch immer präsentierst, ist es besser, wenn ich das sage. Die lagen in den Landtagswahlen wirklich immer gut in letzter Zeit. Absolut. Mit diesen im Grunde professionellen Einschätzungen. Das Unsere ist noch richtig spannend auf der Schlussgerade. Andere Dankeschön, Matthias. Sehr gerne. Das sind die professionellen Einschätzungen. Na, hören wir uns mal an, was professionell einzuschätzen ist. Guten Abend, willkommen zum Politbarometer. Der Druck steigt. 39% sind sich noch nicht sicher, ob und wen sie wählen werden. Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Union auf 36%, die SPD 23%, die Linke 9%, die Grünen 8%, die FDP käme auf 10%. Damit würde es weiterhin nicht für Schwarz-Gelb reichen. Beim Wahlvolk kommt allerdings keins der denkbaren Bündnisse so richtig gut an. Eine Fortsetzung der Großen Koalition fänden 40% gut. Alle Dreierbündnisse werden mit deutlicher Mehrheit abgelehnt. Zählt man zu den Befürwortern diejenigen dazu, die die jeweilige Koalition nicht ablehnen, sondern ihr gleichgültig gegenüberstehen, könnte eine Mehrheit mit einer Großen Koalition, Schwarz-Gelb oder Schwarz-Grün, durchaus leben. Habt ihr das alle gehört?
Ja. Die Große Koalition ist von den erwartbaren Ergebnissen, weil Schwarz-Gelb wird nicht reichen, das präferierteste Modell unter den, ja, du wirst eine Bundestagswahl haben, 2 Wochen geht es so ins Land und dann, wir müssen leider eine Große Koalition machen. Ja, für Deutschland. Das ist die Verantwortung, die wir erkennen müssen. Ja, nein, das ist aber ohne die FDP, also, ohne die AfD wäre das nicht passiert. Hans? Die Große Koalition bei allen mindestens 4, 5 letzten zurückliegenden Bundestagswahlen war immer die Große Koalition in den Umfragen bei der Bevölkerung das präferierteste Bündnis. Das wissen wir und das weiß die SPD. Naja, ich wollte es nur warten. Ich bin nur diesmal skeptischer, als ich es jemals vorher war, ob die SPD das nochmal mitmacht. Wieso bist du da skeptisch? Weil irgendwo gibt es auch in dieser Partei das Lager derjenigen, die sagen, enough is enough. Wo soll dieses Lager sein? Aber wenn Ihnen die Karotte der Machtbeteiligten hingehalten wird, doch sämtliche Bedenken. Der ganze Wahlkampf der letzten 3 Monate läuft darauf hinaus, sich in die Große Koalition zu retten. Und jetzt kommst du mit irgendwo hat die Partei auch ein Gewissen. Ja, das ist der Wahlkampf. Der Wahlkampf wird ja, also andersrum, dass erhebliche Teile gerade des aktiven Funktionärskaders oder Körpers dieser Partei in diese Richtung marschieren, ist schon richtig. Aber wenn es tatsächlich einen Mitgliederentscheid darüber gibt, und ich glaube, das wird ja so. Mitgliederentscheid in der SPD. Ja, natürlich. Ja. Hat es schon mehrfach gegeben. Wollen wir eine Wette eingehen? Vor den Koalitionsverhandlungen oder am Ende friss oder stirb, Hans? Das ist natürlich am, ich weiß nicht, vielleicht macht man in dem Fall es auch vorher. Ich habe doch nur gesagt. Partei, die machen das bestimmt vorher. Das meinen die doch, demokratische Parteien. Ja, klar, natürlich. Ne? Dann ist das Arroganz der Macht und nichts anderes. Ja. Schade, also, dass ich nicht gut vorbereitet bin, sonst hätte ich jetzt nochmal parat die Texte, in denen steht, wie die SPD den letzten Mitgliederentscheid zum Thema Große Koalition durchgedrückt hat. Hier, liebes Mitglied, hast du mal einen Brief, der besteht zu 10 Seiten aus. Deine Partei wird sterben, wenn du hier nicht runterschreibst, ja, ich will die Große Koalition. Möchtest du am Tod der SPD verantwortlich sein? Dann gibt es eine Einladung ins Bürgerhaus, wo nochmal der Kollege vorbeikommt. Und er holt sich dann wie Peter Struck damals den kleinen Marco Bülow nach vorne, um ihn mal vor allen fertig zu machen, um ihm zu sagen, hör mal zu, wir haben jetzt alle gebasht, hier, an dir machen wir das Exempel, dann wird der Kopf abgeschlagen wie beim IS und dann wird die Große Koalition durchgedrückt. So wird es kommen. Ich glaube, gut, das ist deine Auffassung. Meine Auffassung ist, es kann sein, dass es, wenn es nachher tatsächlich zu einer Abstimmung darüber kommt, vermutlich wird dann, also wenn die Parteispitze dann irgendwann empfiehlt und empfehlen wir euch der Großen Koalition zu, dann wird es so passieren. Ich denke nur, dass diesmal mehr als bei anderen Wahlen vorher nach anderen Koalitionen und sei es ja Maika, auch von Seiten der Union gesucht werden wird. Das wäre meine Prognose. Große Koalition halte ich überhaupt nicht für ausgeschlossen diesmal. Ich halte sie nur für diesmal auf der Agenda der Möglichkeiten für weiter hinterliegend als in früheren Jahren. Na dann, hier noch die Top 10. 56% wollen weiter Angela Merkel als Bundeskanzlerin. 32% sehen lieber Martin Schulz im Kanzleramt. Fast 2/3 der Befragten bewerten ihre eigene wirtschaftliche Situation als gut. Wir kommen zur Top 10 der wichtigsten Politiker. Er hat gesagt 2/3, ne? 1/3 in Deutschland sagt, na so gut geht's mir jetzt nicht. Na Gott, egal, muss man nicht. Ich wollte übrigens anmerken, er hat ja am Anfang gesagt, 39% wissen noch nicht, wen sie wählen oder ob sie zur Wahl gehen. Wenn wir davon ausgehen, dass es wieder 30% Nichtwähler gibt, gibt es eigentlich nur noch 9%, die zwar wählen gehen, aber noch nicht wissen, wen sie wählen. Also ist die Wahl gelaufen. Ja, die Wahl ist gelaufen. Wenn du 10 Millionen hast, ist das eine ausreichende Stichprobe für alles, ob dann die anderen auch noch wählen gehen oder nicht. Ja, da gibt es wieder, die nicht wählen, die unterstützen auf jeden Fall die NPD und so. Nein. Klar, aber es ist gelaufen. Nein, die Wahl ist... Der Unterschied, der Abstand ist so groß. Ja, auch dieses Ganze. Ich meine, da müsste jetzt Merkel als Päderastin morgen entlarvt werden, damit das noch zu drehen was ist. Was ich immer am geilsten finde, ist dieses, ja, die CDU hat Sorgen davor, dass schon zu viele denken, die Wahl ist gelaufen und deswegen gehen die Wähler nicht hin. Ja, die CDU-Wähler,
die gehen nicht nur zur Wahl, die binden sich noch eine Krawatte um, die machen ein ordentliches Frühstück morgens, die holen sich noch Kaffee und Kuchen, diesmal vom Bäcker statt nur aus dem Kühlschrank und so. Die gehen auf jeden Fall alle wählen, ja. Also es werden hier Schweine durchs Dorf getrieben, das ist wieder unglaublich. Also hören wir uns mal die Top Ten an. Rutscht Sarah Wagenknecht wieder ab. Ursula von der Leyen mit Einbußen. Horst Seehofer verliert ebenfalls. Christian Lindner unverändert. Thomas de Maizière mit leichtem Plus. Cem Özdemir. Martin Schulz unverändert. Sigmar Gabriel wie letzte Woche. Wolfgang Schäuble bleibt konstant. Angela Merkel abschaffen. Davon wollen auch die meisten Befragten nichts wissen. Nur 25% sind dafür, 69% sind dagegen. Soweit unser Bericht über die Stimmung im Land. Ja, wir fragen mal die Leute mit den Verbrennungsmotoren, ob sie dafür sind, Verbrennungsmotoren abzuschaffen. So groß ist der Leidensdruck da noch nicht. Ja, bei mir ist geklingelt, ich gehe mal gucken, was ist. Prostet da. In der Zwischenzeit machen wir es mal so, weil Tyler und Hans ja am Freitag nicht mehr dabei sein werden. Gebt mal eure Prognose ab. Wie endet es am Sonntag? Hans, bitte. Also nicht in nicht in Prozentzahlen oder wie meintest du jetzt? Oder doch in Prozentsatz? Na okay, ich mache es so, ohne dass ich jetzt genau weiß, ob es 100% wäre. Hauptsache schnell. Aber gut, meine Prognose wäre Unionsparteien 36-37%, SPD 21%, AfD 11-12%. FDP 10%. Die Linke 9%. Die Grünen 8%. Gut, dann konnte ich sage Union doppelt so stark wie die SPD. SPD, ich sag 19%. AfD 16%. Und alle anderen einstellig. 16%. Alle anderen einstellig. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass die Grünen vielleicht gar nicht reinkommen. Das ist mein Gefühl, mein Bauch. Ja, ich finde, AfD wird knapp hinter der SPD sein. Die AfD wird näher an der SPD sein, als die AfD Vorsprung hat auf die anderen. Ich sag 95% CDU, 5% die Partei und der Rest kommt gar nicht ins. Ja. Ich sage, mir ist es egal, damit ich am Ende sagen kann, seht ihr, mein Schreck ist nicht so groß. Ich kann mir das alles erklären, sage ich, AfD 14,9%, 0,1% mehr als die FDP 2009. Und da alles schon so, wie kann das passieren? Naja, AfD 14,9. Ich sage auch, die Grünen schaffen es nicht. Und es wird eine große Koalition geben, ja. Ey, wenn die Grünen nicht reinkommen, das wäre krass. Am meisten interessiert mich, wie viel Erfolg Lindner hat. Ich glaube, die kommen rein. Ja, weil vor Lindner haben die Leute Angst. Macron hat Angst. Die Blackrocker haben Angst. Lindner ist der Einzige, der noch was bewegen kann. Zumindest was Angst von Institutionen angeht. Der Rest ist ein bisschen, ich meine, die AfD wird dann eh weg isoliert. Also, man will es ja nicht glauben. Ja. Ich glaube, sie wird dann doch nicht weg ignoriert, sondern plötzlich ist sie dann überall präsent. Sehr viele Österreicher schreiben uns, ja, das kennen wir aus Österreich, ja, das ging damals auch so los. Die Parteien so, ja, und dann plötzlich hat man so eine FPÖ und so und die blieb dann auch und wurde immer größer. Und jetzt haben wir halt Strache als nächsten Bundeskanzler mit 35%, warum nicht? Könnte noch 40 werden. Und alle so, was? Strache habe ich noch nie gehört. Na gut, Österreich, und darum kümmern wir uns ja noch. Gut, okay. Schmeißen wir mal, ich habe so viel Inhalt, soll ich jetzt weggeschmissen hier, unglaublich. Nächste Folge. Okay. Die Politiker, die keine Angst haben, die haben einen Knall. Ich habe ja im Gegensatz zu dir keine Angst vor Diskussionen. Und diejenigen sagen, ich habe keine Angst, die lügen. Jeder Mensch hat Angst. Ach ja, was sollen denn solche dummen Sprüche? Du versuchst doch hier einen Popanz aufzubauen. Das ist doch nicht wahr, was du erzählst. Ich finde das schlimm, was du für eine Propaganda verbreitest. Ja, das willst du nicht hören. Jawohl, Sigmar, das machen wir. Also echt... Bist du ein einziges Mal in Mali in einem Flüchtlingslager gewesen, in Somalia? Bist du dort gewesen? Hast du dir angeguckt und hast du mit Menschen gesprochen? Jawohl, Sigmar, das machen wir. Wir rüsten doch diese Länder nicht hoch. Wir helfen den Leuten da zu überleben. Als ob wir nur hochrüsten, das tun wir gar nicht. So, habt mal ein bisschen Mut. Habt doch nicht so viel Angst. Ich habe mit dir mehrfach die Erfahrung gemacht, dass du mit Halbwahrheiten argumentierst.
Und du musst dir jetzt hier keinen kleinen Jungen holen. Mit dem kannst du das machen. Dann ist das Arroganz der Macht und nichts anderes. Ja. Jawohl. Lief doch gut. Und als Outro packen wir den 3 Jahre alten Panorama-Beitrag über Rammstein in die Folge. Ansonsten, ihr wisst ja, für Folge 236 brauchen wir noch Unterstützer, Produzenten und Präsentatoren. Kleiner Tipp, wir werden bis Freitag noch alle restlichen Junge Naiv-Folgen produziert haben. Heute kommt Dietmar Bartsch, sehr sehenswertes Interview bei Junge Naiv raus. Danach kommt nächsten Tag gleich Katrin Göring-Eckardt, was gar nicht so langweilig war, wie ich es befürchtet hatte. Und heute Nachmittag rede ich noch mit einer gewissen Andrea Nahles. Die kenne ich. Ja, geht auf iTunes, bewertet den Podcast positiv, geht auf iTunes und bewertet Jung und Naiv positiv, ladet alle Folgen runter, die ihr runterladen könnt und schöne Woche. Das wir hören uns nochmal vor der Bundestagswahl. Genau. Good night. Okay, Leute, bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss. Good night and good luck. Seit heute tagt ja nun in Berlin der Untersuchungsausschuss zur NSA-Affäre. Es geht darum zu klären, was die Amerikaner hier in Deutschland eigentlich so treiben. Dazu gehört aber nicht nur das Abfangen von Daten, sondern dazu gehört auch, dass der umstrittene Drohnenkrieg der US-Regierung in erheblichem Maß über Deutschland geführt wird. Das hatten Panorama und die Süddeutsche Zeitung im vergangenen Jahr berichtet. Kurz danach kam US-Präsident Barack Obama zu Besuch nach Berlin. We do not use Germany. Wir nutzen Deutschland nicht als Startpunkt für unbemannte Drohnen im Kampf gegen den Terror. Drones as part of our counter-terrorism activities. Ich weiß, dass es hier einige Berichte gegeben hat, nach denen das der Fall sein könnte. Dem ist nicht so. That might be the case. That is not. Kein Startpunkt, hat er gesagt. Cooles Dementi. Allerdings hat Panorama nie behauptet, dass die Drohnen von Deutschland aus starten. Stattdessen haben wir gezeigt, wie die Einsätze von hier aus entscheidend unterstützt werden. Etwa vom US-Militärstützpunkt Rammstein. Und unsere Reporter haben weiter recherchiert und wissen heute viel genauer, was hinter dem Zaun in Rammstein passiert. Und wir haben einen Insider getroffen, der uns viel erzählt über die wichtige Rolle Deutschlands im Drohnenkrieg. Brenton Bryant hat geholfen, viele Menschen zu töten. Insgesamt waren es 1626, sagt er. Terroristen, Terrorverdächtige, mutmaßlich auch Zivilisten. Brenton Bryant war Drohnenpilot der US Air Force, hat Kampfdrohnen im Auftrag der amerikanischen Regierung gesteuert. Irgendwann konnte er nicht mehr. Er sagt, er habe Schuld auf sich geladen. Ich habe mich entschieden, die Air Force zu verlassen, weil ich an der Integrität meiner Vorgesetzten gezweifelt habe. Sie haben internationales Recht gebrochen, Menschenrechtsverletzungen begangen. Wir sind eine regelrechte Tötungsmaschinerie. Brenton Bryant war Teil dieser Tötungsmaschinerie, Teil des weltweiten Drohnenkrieges der USA. Der ist völkerrechtlich umstritten, weil mit Drohnen Menschen getötet werden, ohne Prozess, zu oft ohne Rücksicht auf Zivilisten. Sogenannte extralegale Tötungen. Rammstein im Pfälzerwald. Drohnenpilot Bryant ist heute zum ersten Mal in dieser Ecke Deutschlands. Virtuell, per Breitbanddatenleitung allerdings, war er immer mit diesem Ort aufs Engste verbunden. Wenn er von seiner Militärbasis in New Mexico die Hellfire-Rakete ins Ziel navigierte, dann wurden hier in Rammstein die entscheidenden Verbindungen gemacht. Dann war die Explosion in Echtzeit hier auf den Monitoren der US-Basis zu sehen. Die Luftwaffenbasis in Rammstein spielt eine ganz wesentliche Rolle für den weltweiten Drohnenkrieg. Ohne diese Basis in Deutschland würde das alles nicht funktionieren. Es ist das Epizentrum aller Informationsflüsse für die Überseeoperationen der USA. Rammstein, das Epizentrum? Bisher hatte Panorama nur belegen können, dass Drohneneinsätze in Afrika aus Deutschland unterstützt werden. Denn in Stellenausschreibungen wurden Experten gesucht, die Ziele in einer Reihe afrikanischer Länder erfassen. Einsatzort? Deutschland.
tödliche Operationen, die von deutschem Boden unterstützt werden? Das wäre vom Grundgesetz nicht gedeckt. Doch der Wille zur Aufklärung durch die Bundesregierung war damals erstaunlich gering. Der Bundesregierung liegen keine eigenen gesicherten Erkenntnisse zu von US-Streitkräften der Bundesrepublik Deutschland angeblich geplanten, geführten Einsätzen vor. Hat die Bundesregierung nicht Anlass, aus den Veröffentlichungen, wie sie zum Beispiel in der Panorama-Sendung waren, aber auch in Zeitungsartikeln, mehr zu tun? Bitte gehen Sie davon aus, dass wir natürlich unsere Stellungnahmen nicht aus Erkenntnissen von Fernsehsendungen ziehen können. Keine eigenen Erkenntnisse. Damit gibt sich die Bundesregierung offenbar zufrieden. Wenn man allerdings mit Drohnenpilot Brian spricht, bekommt man ein anderes Bild. Er berichtet, wovon die Regierung nichts zu wissen scheint. Ohne Rammstein ist kaum ein amerikanischer Drohneneinsatz möglich, nicht nur in Afrika, sondern auch in Pakistan und Jemen. Also wir haben die Drohne hier irgendwo in diesem Gebiet. Sie kreist irgendwo über Afghanistan, Pakistan, dem Jemen oder sonst wo hier. Und das hier ist ein kommerzieller Satellit. Der kann etwa von CNN sein. It's a commercial satellite, owned by CNN. And there is another satellite. Und dann haben wir eine Satellitenschüssel hier drüben auf dem Luftwaffenstützpunkt Rammstein. Hier kommt das Signal an. And it receives that signal. So signal goes from the Predator drone. Das Signal geht also von der Predator-Drohne nach Rammstein. Und dann durch ein Glasfaserkabel mitten durch den Ozean bis zur Cannon Airbase in den USA, wo ich stationiert war. In den mehr als 6000 Stunden, die ich geflogen bin, und in den tausenden Missionen gab es keinen einzigen Einsatz, bei dem ich nicht Rammstein angerufen hätte, um mich mit meiner Drohne verbinden zu lassen. Im Luftwaffenstützpunkt Rammstein laufen wirklich alle Informationen zusammen. Wie durch einen Trichter. Is where all the information funnels through. Doch Rammstein ist nicht nur eine Durchgangsstation für Drohnendaten aus Pakistan oder Jemen. Die Daten werden hier sogar ausgewertet und verarbeitet. From there we have the DGS. Da gibt es das sogenannte DGS. Im DGS schauen sich ein paar Typen die ganze Zeit die Live-Bilder der Drohnen an. Sie sind diejenigen, die sicherstellen, dass die, die wir töten, auch wirklich die Bösen sind. DGS, das steht für Distributed Ground System. Und so sieht ein DGS-Raum von innen aus. Teil eines Systems, in dem letztlich über Leben und Tod entschieden wird. Hier werden die Live-Bilder von Drohneneinsätzen analysiert und mit Geheimdienstdatenbanken abgeglichen. 5 dieser Einheiten gibt es weltweit. Sie sind untereinander eng vernetzt, arbeiten rund um die Uhr. Und wieder spielt Rammstein eine zentrale Rolle. In welche Operation das DGS in Rammstein konkret eingebunden ist, darüber verweigert das US-Militär die Auskunft, aus Geheimhaltungsgründen. Und die Bundesregierung will es offenbar auch nicht so genau wissen. Klar ist, im Karrierenetzwerk LinkedIn berichten Dutzende stolz von ihrem Job im DGS-4 auf der Luftwaffenbasis Rammstein. Einer brüstet sich damit, Echtzeitvideos ausgewertet zu haben im globalen Krieg gegen den Terror. Ein anderer schreibt über seine Tätigkeit im DGS-4, er habe an Predator-Drohnen-Missionen teilgenommen. Ich kann einfach nicht glauben, dass die Bundesregierung und die ihr unterstellten Fachbehörden, also Nachrichtendienste, aber auch Polizei, nicht mitbekommen, dass von Deutschland aus auch so ein geheimer Krieg geführt wird. Ich kann mir das nur so erklären, dass sie die Augen zumachen, die Ohren zumachen, uns nicht zur Kenntnis nehmen wollen, weil sie nicht wissen, wie sie darauf reagieren sollen. Und da gibt es nur eine Reaktion, zu der müssen wir sie veranlassen, dass das von Deutschland aus nicht mehr stattfinden darf. Was Deutschland mit dem US-Drohnenkrieg zu tun hat, soll seit heute im NSA-Untersuchungsausschuss geklärt werden. Über die Rolle Rammsteins hinaus geht es um die Frage, ob die Deutschen den amerikanischen Partnern Daten liefern. Daten,
die für Drohneneinsätze gegen mutmaßliche Terroristen genutzt werden könnten. Warum das so brisant ist, zeigt dieser Fall. Pakistan, Herbst 2010. Dschihadisten haben sich nahe der afghanischen Grenze zurückgezogen. Auch einige Deutsche halten sich hier auf. Benjamin Erdogan ist ein deutscher Staatsbürger aus Wuppertal. Am 4. Oktober trifft ihn die Rakete einer amerikanischen Kampfdrohne. Eine umstrittene Tötung. Deutschland hat Geheimdienstinformationen über ihn und andere Deutsche an die USA weitergegeben. Darunter wohl auch seine Handydaten. Haben diese Daten der Deutschen geholfen, einen Deutschen zu töten? Der Bundesregierung liegen keine belastbaren Erkenntnisse über die Tötung deutscher Staatsangehöriger durch amerikanische Sicherheitskräfte im Raum Afghanistan-Pakistan vor. Es wurden keine Daten übermittelt, die nach Kenntnis der Bundesregierung im Sinne der Fragestellung hätten verwendet werden können. Dennoch, nach dem Tod des ersten Deutschen durch eine US-Drohne wird das Innenministerium tätig, schafft eine neue Regel zur Datenweitergabe. Deutschland wolle nun nichts mehr herausgeben, was zur unmittelbaren, zielgenauen Lokalisierung Verdächtiger führt. Bestimmte Handydaten werden aber weiterhin übermittelt, denn diese könnten nicht genutzt werden, um Verdächtige genau zu orten. Das ist eine komplette Lüge. Handys aufzuspüren ist unfassbar einfach. Das hier ist ein normaler Mobilfunkmast. Der kommuniziert mit allen Handys in einem bestimmten Gebiet. Wenn jetzt eine Drohne mit entsprechender Technik in dieses Gebiet fliegt, die Technik heißt Gilgamesch, dann kämpft sie sozusagen mit den Mobilfunkmasten um die Handysignale. Und sie saugt in einem 360-Grad-Radius alle Signale von Handys am Boden auf. So kann die Drohne metergenau herausfinden, wo sich eine Person gerade befindet. Dieses ganze System dreht sich nur darum, Leute zu beobachten, zu überwachen und zu orten. Es ist eine Maschinerie, die entwickelt wurde, um Menschenleben auszulöschen. Deutschlands Rolle im umstrittenen Drohnenkrieg der Amerikaner ist bedeutender als bisher angenommen. Zwei Fragen sind zu klären. Die Weitergabe von Daten und die Funktion Rammsteins bei Drohnenoperationen. Der Untersuchungsausschuss in Berlin muss nun Antworten liefern. Drohnenpilot Brian könnte zur Aufklärung beitragen. Bisher ist er nicht vorgeladen. Natürlich haben wir die Bundesregierung noch einmal gefragt, was sie über Rammstein weiß. Die Antwort? Die amerikanische Regierung hat bestätigt, dass von amerikanischen Stützpunkten in Deutschland bewaffnete, ferngesteuerte Luftfahrzeuge weder geflogen noch befehligt werden. Tja, das war nun nicht die Frage. Es geht nicht um geflogen oder befehligt. Es geht darum, welche Rolle Deutschland spielt und ob es nicht mal langsam an der Zeit wäre, darüber offen zu reden. Die anderen Antworten der Bundesregierung können Sie auf unserer Homepage panorama.de nachlesen.